Yo, miesen Dago, grüß dich. Schland. Schland, mein Sohn. Vater. Grüße dich. Sag mal, habt ihr Doppelchat im Bild oder nur einmal? Ich habe ja doch was eingestellt. Und wie heißt der Stream überhaupt? Ist hier alles richtig? Ich weiß es nicht. Servus, ein gesundes Neues. Ja, gesundes Neues. Heißt das frohes, gesundes? Egal, Gesundheit ist wichtig. Max und Johnny, moinsen. Das ist noch Intro hier, ne? Unterwegs für Alte, ja, passt. Ist hier noch Intro. Ich bin noch im Intro-Modus. Ihr müsst auch dieses ASMR-ige Hamburger Verkehrsgeschehen akzeptieren. Dem Zuhören. Dem Lauschen. Dem Lauschen und gute Laune bekommen. Ist doch geil. Aber gleich wird die Kamera schon einiges anderes zeigen. Es ist klar. Hallo Klappergebiss, ich grüße dich. Ich wollte mal wieder, wisst ihr, so erster Stream, habe ich gedacht, da gehen wir spazieren. Da gehen wir einfach spazieren. Das finde ich richtig stark. Aber das ist nur Intro, denkt euch Intro-Musik. Warte, ich kann Mucke anmachen. Das hier ist nur Intro. Wie geht das? Egal. Aus Liebe, was geht? Dankeschön. Den Allah, geil, danke. Wir können auch zum Platten und Blumen gehen. Ist aber weiter. Ich wollte zur Alster und da ein bisschen chillen. Das war der Plan. Nix. Immer der erste Stream. Das hier ist der erste Stream. Ihr seid genau richtig für den ersten Stream hier. Ich musste einfach die Schuhe zumachen. Meine Schnürsenkel, das ist ganz unangenehm. Ich muss aber kurz einmal gehen. Das ist nur Intro, Leute. Super. Ja. Ich zeig sofort was von der Welt. Gib mir ein Sekündchen. Es ist ja noch Intro. Ich hab's doch gesagt. Ihr seid noch im Intro, Leute. Es geht aber ruckizucki los. Ich mach die Schuhe zu. Sobald ich über die Straße bin, über die Straße gegangen bin. Und dann geht's los. Danke. Vorbeigelassen. Ehrenhaft. Stark, stark. Dreh uns. Nix, da guckst du mir in die laufende Nase. Das will niemand. Ich zeig euch den Boden, auf dem ich wandere. Wandel sogar. Wandel, wie eine Lichtgestalt. Ja, selbstverständlich. So, ich habe nämlich eine neue App, die ich benutze und die soll ganz geil sein. Shoutout zum lieben Ronny. Ronny Berger hat mir eine sehr lange Nachricht geschickt, meinte, das musst du machen, das ist geil. Und somit beschreiten wir gemeinsam, wie der Chat es schon schreibt, den goldenen Weg der Weisheit. Jawohl. So, ich lege euch jetzt kurz ab. Achtung, Schuhe zu binden. So, Schuhe. Chat, seid ihr da? Alle mal kurz melden. Claro. Geil. So. So, wir sind nämlich hier. Guck mal. Sammy Cat, was geht? Geil, geil. Warte mal, was geht hier? Was geht? Wie kann ich die Kamera drehen? Da. Gib mir die Frontkamera. Hey, Chat. Guck mal, die Löckchen sind auch in diesem Jahr. Wunderschön. Ja? Yes. Das ist gut. Ja, ich wollte zur Alster gehen. Ich wollte mit euch zur Alster gehen. Das ist doch so schön. Mal ein bisschen. Man kann nicht immer nur in einem stinkenden Studio sitzen. Wie die Rich Kids. Man muss ja mal rausgehen auf die Straße. Das hat schon Westernhagen gesagt. Heute werden Mutproben gemacht. Mutproben im Stream. Heute gönne ich mir mal was.
Moin, ich war jetzt ein paar Monate abwesend. Das Leben kam dazwischen. Wie geht's allen? Ich hoffe, das Leben ist wieder cool. Uns geht's allen fantastico. Ist das dieses IRL? Ja, natürlich. Sid. Sid, mein Freundchen. Na, selbstverständlich. Und ich hoffe, die Qualität passt. Ich wollte mit euch hier mal rumlaufen. Ihr sitzt doch alle zu Hause auf dem Sofa. Oder im Bettchen. Oder bei der Arbeit. Oder Uni. Oder was weiß ich denn. Da wollt ihr doch raus. Da wollt ihr doch erleben, was hier abgeht. Und hier haben wir gleich einen Kercher. Hier haben wir ein Reinigungsteam vor Ort. Extra für euch. Weil ich zeig euch was. Ich zeig euch mal was. Warte mal kurz hier. Hier, Kamera drehen. Hier werden die Segelboote gesegelt. Guck mal. Vollige Segelboot-Action. Geil. Das ist ja Hammer. Guck mal, da fährt sein Segelboot. Wo ist er? Guck mal, Chat, das ist doch geil. Jetzt fährt es ganz alleine in den Schwimmbad rein. Ja, Chat, ich habe ein bisschen mehr Begeisterung von euch erwartet. Hier, da wird schon ein bisschen gebechert. Ist doch geil. Hier, und da wird gereinigt. Und Schießboot. Doggos sind da. Und hier wird irgendwie gereinigt. Das müssen wir uns auch kurz angucken. Chat. Was wird denn hier gereinigt? Hier wird die Graffitis abgemacht. Da werden die Graffitis abgemacht und da wird gesegelboot. Ja, Hammer. Das ist doch geil. So, und das kannst du zu Hause im Studio nicht erleben. Das kannst du doch nicht erleben. Deswegen geht man raus. Raus ins Leben. Und es ist immer noch Intro. Wir haben erst 8 Minuten Intro. Ist das nicht schön? Der Mann weiß, wie es geht. Geile Sache. Komm, wir haben Erdhügel hier. Absolut crazy Erdhügel. Ich weiß nicht warum. Aber ist geil. Und hier zum Einbrechen. Eine Leichter. Eine Leiter. Aber leichte Leiter. Ist eine Leichter. Hammer. Chat. Das war super. Ey, seid ihr nicht auch ein bisschen happy, dass wir jetzt spazieren gehen? Ist da keiner glücklich von euch? Niemand? Ist niemand richtig happy? Guck mal, wie schön das hier aussieht. Ich habe ein richtiges Overlay für draußen sein. Eine Leichter, ja. Eine Leichter. Exakt. Der bleibt aber schon, ich zeig's euch nochmal, schön hell bei dir. Ich zeig's euch nochmal, der bleibt ziemlich nah an seinem Start. Endlich vermeintlich. Seht ihr das? Er bleibt ziemlich dicht an seinem Startpunkt. Da trainiert er und hier ist das Segelboot. Ist doch geil. Ihr müsst selber auf keinen Fall raus. Ich mach das für euch. Guck mal, wie schön das ist. Guck, jetzt macht er, traut er sich was. Jetzt geht er richtig raus. Ich sitze beim Amt und es schüttet wie aus Eimern. Mann, Mann, Mann. Den habe ich nicht gebaut, aber ich hätte ihn gern gebaut. Das ist doch voll geil. Guck, wie schön das ist. Das ist eine richtige Entfernung. Eisberg voraus. Achtung. Gibt es ein Ziel von dem Segelboot? Ich glaube, hier bis zum Rand. Und von uns, wir wollen Eichhörnchen. Wir wollen zur Alster. Wir wollen einfach mal rausgehen. Minimum 10.000 Schritte. Das ist der Stream. Einfach mal raus. Mal was tun für die Unterhaltung. Vielleicht gehen wir auch mal in hier. Weiß nicht, Sternwarte. Kann man auch machen. Wir haben alle Möglichkeiten. Wir haben alle Möglichkeiten. Wir gehen einfach raus und gucken, wo die Füße hingehen. Das ist doch nur Hammer. Ich bin wirklich sehr gehypt. Auch wenn sich das gerade so anhört, als würde ich euch begeistern wollen. Aber ich bin begeistert. Das ist doch schön. Aber nicht wieder komische andere Streamer treffen. Doch, warum denn nicht? Guck mal, ich bin extra mal wieder zu Fuß unterwegs. Zu Fuß. Und was geht hier? Guck mal, was geht hier ab? Das ist doch toss. Guck mal, die Figur da hinten. Seht ihr das? Spazieren gehen. Hast du einen Sidekick dabei? Nee, heute nicht. Aber wobei, das könnte mein neuer Sidekick werden. Guckt euch das mal an. Guckt, der hier. Was? Erstmal dieses, das ist, sind wir in Berlin oder was? Statue, hallo, sind wir in Berlin? Entschuldigen Sie mal, wir sind doch nicht in Berlin. Machen Sie sich mal sauber. Ist ja unangenehm.
All cats are beautiful. Meine Zeit. Und jetzt guck mal hier. Hier haben wir die Promenade. Die Frühstückspromenade der... Was ist? Was seid ihr für Tiere? Ist das hier eine Mutprobe? Was seid ihr für Tiere? Sag mal. Der Chat will ja Unterhaltung. Frohes Neues, Brother. Ey, Christoph. Frohes Neues. Wir sehen uns. Ich komm noch rum. Spätestens morgen streame ich wieder. Aber heute musste ich mal raus. Geil. Guck dir mal die schönen Vögel an, wie die hier sitzen. Auf dem Mutprobensteg. Richtiger Mutprobensteg, oder? Ihr seid live bei Twitch. Kaffee. Yo. Zeig nochmal den Pferdemann. Der Pferdemann, ey, der, dass er sich nicht schämt. Wasch dich mal, Pferdemann. Wasch dich mal. Lass ein Foto machen. Lass ein Foto machen, Pferdemann. Pferdemann ist zu groß. Der kommt hin. Das geht nicht, Leute. Wir kommen nicht gemeinsam drauf. Boah, hier steht auch. Ich muss nicht allem gleich einen Namen geben. Ja, weiß nicht. Christoph, das ist Hamburg. Das ist Hamburg City. 12 Minuten online, direkt wird man angepöbelt von der Treppe. Ist aber besser als Berlin. Sag ich euch ganz ehrlich. So, und hier ist ein richtig schöner See. Lass uns hier rumgehen. Da irgendwie unten auf eine Bank setzen. Und dann gucken wir uns mal an. Ich habe eine Stärkung dabei. Komm, ich habe voll die geile Tasche dabei. Habt ihr gesehen? Nee, ne? Voll die geile Tasche dabei. Wie geht's euch denn? Christoph, geht's dir gut? Blockbuster 03, deine Stange ist auch nicht lang genug. Das ist doch nicht schlimm. Kann doch mit einer kurzen Stange Spaß haben. Kann man halt nicht einem Pferdemann bei. Mr. Henke, ich grüße dich. Guten Morgen. Banksitzen ist immer eine gute Idee. Ich weiß doch auch. Ich wollte mal wieder gehen. Ich will nicht immer nur sitzen. Ich kann nicht immer nur sitzen, Leute. Ich war ein bisschen angeschlagen. Wir gehen einfach mal spazieren. Schlecht sein kann sie. Mir geht's super und dir? Ja, mir geht's auch super. Super gut. Guck mal, Christoph. Hier am Stadtpark. Das ist einfach nur schön. Ist auch schön bunt. Das gefällt mir. Guck mal, hier sind super Ecken. Wenn ihr eine schöne Bank seht, Leute, ja, sagt da Bescheid. Traum. Wunderschön. Ja, safe. Wir sind 14 Minuten online. So langsam kommen die Leute aus ihren Schlafnestern und denken sich, Mann, was ist hier denn los? Ist der Typ live oder was? Ja, sicher. Wir wollen nämlich hier nochmal gucken. Warte mal, kann ich hier drauf? Ist das schon nass? Ist das schon See? Geht noch, ne? Ja, hier wird schon nass, aber im Prinzip geht es schon noch. Weil, wie nennt man die Leute? Wie nennt man die Freunde? Das ist natürlich 1A Pfeifenputzer. Pfeifenputzer-Schilf, ist ja klar. Einfach nur herrlich. Guck mal, wie schön das aussieht. Gefällt mir. So, es fehlen natürlich noch Leute. Schilfrohr. Schönes Schilfrohr, sagt der Chat. Moin, moin, Werner. Werner, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Wo ist der Elch? Wo ist der Deich? Ich kann gar nicht mehr lesen. 2023 ist das Jahr, an dem ich wirklich meine Sehkraft um 20% verloren habe. Aber das muss nicht schlimm sein. Die gute Laune startet ja im Herzen, nicht im Auge. Wisst ihr? Das ist gar kein Problem. Kamera drehen, wieder hier lang gucken. Moin zusammen aus dem Lurkerino, Heinz Harz. Ja, geil. Enden alle tot? Phantasialand, was ist denn mit dir? Warum sollen die Enten alle tot sein? Nur weil niemand hier ist? Die machen auch Urlaub. Die machen auch mal Urlaub. Ist doch klar. So, wie spät haben wir es eigentlich, Leute? Wisst ihr das schon? Haben wir schon eine Uhrzeit? Was ist hier mit der Uhr? 11 Uhr. Um 11 Uhr wollte ich eine Ankündigung machen. Wir warten noch ein bisschen. Wir lassen die Leute noch mal reinkommen. Wir warten noch ein Momentchen. Ich habe da extra so eine Tasche dabei. So eine große. Da gibt es gleich eine schöne Ankündigung. Aber wir warten noch ein bisschen.
ja, nur dass ihr Bescheid wisst. Ey, komm, das sind doch schöne Bilder. Wer kommt da nicht auf Summer Feelings? Zumindest Entspannung, komm. Entspannungsgefühle kommen auf jeden Fall rüber. Oder nicht, Chad? Und hört mal dieses geile Plätschern hier. Hört mal hin. Ist lit. Ist wirklich lit. Also jetzt guck mal, ich dazu. Ist ein schönes Bild. Mit Löckchen. Oder? Guck mal. Da ist eine Ente. Phantasialand, da ist eine Ente. Guck mal. Eine schöne kleine Ente haben wir da. Gut, ne? Weiß ich. Ist geil. Ist geil. Wir hatten heute Morgen schon ein 1A Bilderbuchregenbogen. Im Phantasialand oder was? Oder wo? Wo war der Regenbogen? Ich weiß es nicht genau, was du mir da jetzt sagen willst. Aber ich freue mich sehr für dich. 1A Regenbogen? Jawohl. Das ist schön. Das ist schön. Da müssen wir da alle mal hin. Wenn es da einen Regenbogen gibt, dann müssen wir da alle mal hingehen. Es hilft doch nichts. Was? Die... Okay, ich kann nicht alles lesen. Ich kann nur kurze Sätze lesen. Schreibt mir mehr kurze Sätze, Leute. Mehr kurze Sätze, mehr was für dich. Ich schnuppel Tee und bin krank, geilo. Ach komm, gute Besserung. Oder machst du so ein bisschen Faulfieber? Papa hat immer gesagt, Faulfieber. Habt ihr das? Kennt ihr das, Faulfieber? Wenn du richtig krank bist, wünsche ich dir eine super gute Besserung. Wenn du Faulfieber hast, wünsche ich dir gutes Netflixen. Oh, die Hunde machen Kampf. Kampf. Hundekampf. Wir können Wetten abschließen. Ich habe Nüsse in der Tasche, selbstverständlich. Easy peasy. Da gibt es auch noch hier Sport. Oh Gott, da wird gesportet. Morning Sports. Können wir auch noch machen. Können wir auch noch machen. Wir gehen aber erst ein bisschen spazieren. Also, mein Plan ist, ich sage es euch jetzt nochmal für alle Leute, die gerade neu dazukommen und sich denken, was macht der Freundchen? Was macht der Typ da draußen? Ich laufe rum, will zur Alster. Das ist ganz schön. Ich wollte einfach spazieren mit euch. Hatte Bock auf einen Stream, aber hatte keinen Bock, tatsächlich gar nicht, mich hinzusetzen und irgendwie zu sitzen. Das können wir morgen machen. Heute wollen wir ein bisschen rumlaufen. Ja, das war mein Plan. Und ich wollte auch ein paar Schritte machen, deswegen gehen wir auch dabei. Ich habe in meinem Rucksack ganz viel Stuff, weil ich gleich was ankündige, darauf freue ich mich. Aber das machen wir ein paar Minütchen später. Und bevor wir zur Alster gehen und hier uns stundenlang im Stadtpark rumtreiben, weil hier gibt es auch schöne Spots. Hier gibt es auch das Planetarium. Da können wir auch mal gucken, ob wir da was sehen. Vielleicht gehen wir einfach ins Planetarium, sag mal. Ich hätte einen Presseausweis, vielleicht komme ich da rein. Und bevor wir das machen, gehen wir auch zu den Eichhörnchen. Böllern wir? Ja klar, Böllern immer. Böllern ist doch geil. Logisch. Mach mal bitte ein Trainingsvideo mit uns. Was wollt ihr trainiert haben? Ich kann Schlagzeug spielen. Das können wir auch machen. Das ist jetzt nicht so unproduktiv. Yay. Schlagzeug spielen ist nicht so unproduktiv, wie ihr denkt. Da machst du schon Umsatz. Wirklich. Also bin ich mir sehr sicher. Hier sind Bäume. Schon anstrengend. Bauch, Beine, Po. Ja, das ist viel Springen, oder? So Jumping Jacks, Burpees, ich glaube sowas. Boah, da bin ich aber, glaube ich, ganz schön außer Form. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen was erlernen. Das hat einen guten Leistungsumsatz. Schlagzeugspiel meinst du, oder Bauch, Beine, Po? Bestimmt beides. Jetzt guck mal in den Himmel. Hauptsache, die Kuhglocke ist im Rucksack. Ja, selbstverständlich. Ist alles im Rucksack, immer alles dabei, alles drin. Entertainment für den Stream, 20 Minuten online. Haben wir schon die 200 Leute voll? Nee, ne? Dauert immer einen Moment. Ja, weil die Leute nicht wissen,
weil die nicht dran glauben, dass in 2023 wieder Qualitätsstreams geboten werden. Das schnallen die nicht, die Leute. Ja, das schnallen die nicht. Da brauchen die immer einen Moment für. Aber das ist okay. Ich verstehe es ja auch. Brauchen einen Moment dafür, geht schon. Wir gehen spazieren. Blutfische, in Klammern Blutfische. Warum hast du deinen Namen nochmal in Klammern geschrieben? Ist das so für Leute wie mich, die beim ersten Mal nicht genau verstehen, wie der Name lautet? Wie waren denn eure freien Tage? Hattet ihr freie Tage? Wie geht's euch? Chat, was habt ihr gemacht? Ich will ein bisschen wissen über euch. Ich will aber nur gute Sachen hören. Ich will jetzt nicht hören, hier alles ist scheiße. Da habe ich keinen Bock drauf. Zack, 197. Ja, es wird gezackt. Ich musste meinem Bruder beim Umziehen helfen. Das ist doch geil. Gab's bei euch nach getaner Arbeit ein Bierchen und eine Pizza? War der Pizzalieferant da? Viele Brettspiele gespielt an freien Tagen. Ist auch schön. Wir haben an Silvester Musik gemacht. Okay. Es gab Bier und Thai. Lecker. Schön scharf, ne? Ist lecker, muss ich schon sagen. Lecker. Es ist ja auch geil. Arbeite seit diesem Wochenende ehrenamtlich beim Tierheim. Oh, das finde ich schön. Wie gefällt's dir? Also, wie war dein Tag? Du warst seit dem Wochenende da vielleicht einen Tag dann schon? Oder bist du jeden Tag da? Ehrenamtlich, ich weiß nicht genau, wie viel Zeit man da aufbringen muss. Wahrscheinlich von bis, aber die werden auch sagen, nee, unter dem Pensum lohnt sich's nicht. Finde ich aber cool. Das finde ich richtig stark. In Berlin oder wo? Wo machst du das? Ich kann, wenn ich möchte, jeden Tag helfen. Das ist doch super. Die Tiere brauchen auch jeden Tag Support, glaube ich. Noch immer Homeoffice, yeah. Ja, weiß nicht, ey. Homeoffice ist auch nicht der wahre Jakob, wie man so sagt. Ich mache es, weil es mich glücklich macht. Ja, am Tierheim arbeiten, ehrenamtlich, glaube ich, dass das glücklich macht. Die brauchen noch immer ein bisschen Hilfe. Weil es natürlich auch gerade zur Weihnachtszeit, Heiligabend, weil es natürlich viele Leute gibt, die, weiß nicht, vielleicht Tiere verschenken und dann feststellen, oh, es ist gar nicht so eine gute Idee. Nur Achterbahn fahren. Phantasialand will nur Achterbahn fahren. Ist ja auch klar. Taron, ne? Will ich auch mal wieder hin. Lad mich ein, Phantasialand. Ich komm vorbei. Bring aber Leute mit. Es wird wild. So, jetzt bin mal kurz ruhig. Ja, meine Freunde, ich grüße euch. Wir sind auch wieder da. Chat ist auch wieder da. Ich grüße Sie. Ich grüße der Chat, der Entertainment Chat. Ich grüße Sie. So, wollen wir mal gucken, ob wir das hier aufgebaut bekommen. Wo habe ich denn hier alles? Ist immer eingeladen. Schreib mir, Phantasialand. Wo sind meine Nüsse? Hab ich denn alles hingetan? Da. Habe ich jetzt auch meine Halterung vergessen, sag mal. Kann das sein? Ich glaube, ich habe meine Halterung vergessen. Ja, egal. Komm, machen wir den. Dann stellen wir uns das mal hier hin. So, Ankündigung gibt's gleich, ne? Ist Bescheid. Komm her, es ist neues Jahr. Komm her, jetzt komm her. Es ist neues Jahr, neue Nüsse. Hier, hab ich doch gesagt. Komm her jetzt. Willst du auch? Komm her. Willst du noch eine? Komm her, kriegst du noch eine. Ja,
Warte. Nee, so, nicht so gierig sein. Erst im Chat danken, dass er da ist. Ja, hier ist ja schon. Aber auch dem Chat mal Danke sagen. Danke, Chat heißt das. Danke, Chat. Willst du auch? Deine Meise, willst du auch? Auch dem Chat mal Danke sagen. Sag dir mal Danke, bitte. Ihr wollt auch? Komm her. Ja, komm her. Dich kenne ich doch noch. Dich kenne ich doch noch vom letzten Jahr. Mit der kaputten Schnauze. Dich kenne ich doch gut. Komm her. Ja, komm her, du hast eine kaputte Schnauze, das weiß ich doch. Alter, was ist denn da los, ey? Krawall und Remi Demi oder was? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Mann. Jetzt ist das auch, nicht buddeln. Jetzt, wir wollen hier eine Ankündigung machen. Was machen die Meisen? Haben die alle was? Sind die zufrieden? Willst du noch mal einen haben? Ja, komm her. Komm her, dann aber hoch. Komm hoch zu mir. Komm hoch. Spring rauf. Spring rauf. Chat für den Chat. Chat will sehen. Komm hoch jetzt. Komm hoch, schaffst du. Komm hoch jetzt. Du bist ein Killer. Komm her. Ja, dann nicht. Mann, ey, dann komm runter. Ja, ist jetzt tiefer. Ich dachte, du bist ein Killer. Bist du gar nicht, ne? Naja, gut. Bist du gar nicht. Klimmzüge, ja, wäre besser gewesen. Die sollen sich mal anstrengen. Ist ja nichts umsonst. Kriegt da nichts geschenkt hier. So ein bisschen leise noch. Jetzt kommen andere Leute ein bisschen leise. Komm her. Komm her. Komm jetzt aber rum. Komm hoch. Viel zu groß für dich. Die kennen mich. Nicht zu viel klettern, ne? Haben sie dann drauf. Zu viel klettern mögen sie nicht. Dann gehen sie woanders hin. Ist ja auch okay. So, vielleicht war's das schon. Ja klar knacken die locker. Das weiß ich doch. Easy peasy. Komm her, Meisen. Komm her. Es gibt nur europäische Eichhörnchen in Europa. Es gibt keine amerikanischen. Das ist eine große Lüge. Das muss ich euch mal sagen. Die Leute, die sagen, es gibt amerikanische Eichhörnchen in Europa, das ist kompletter Bullshit. Ist wahr. Ist true. Ist lit, was ich sage. Komm her. Kleines. Naja. Komm, ist doch gut. Was macht ihr mit der Nuss? Ja, futtern. Ist doch klar. So. Geht weiter.
Modern Time Schneewittchen. So, jetzt suchen wir uns eine Bank. Jetzt habe ich nämlich Durst, Leute. Jetzt habe ich nämlich Durst. Und ich habe einfach geil viel Kram dabei. Wenn Krogi noch dazu singen würde, während ihm die Tiere aus der Hand fressen, das wäre es. Das wär aber zu krass für den Chat. Da kennt ihr nicht drauf klar. So, ich suche mir jetzt eine schöne, gemütliche Bank, fernab von allem Trubel. Fällt so schön. Du brauchst das Kleid noch. Leute, ich habe mir so viel Kraft überlegt für meine Streams dieses Jahr. Also ich glaube, ein Kleid ist das kleinste Problem. Problem. Wirklich. Ich werde nichts vorwegnehmen, aber ich habe gute Ideen und schon sehr viel in die Wege geleitet. Und ich glaube, das wird sehr überzeugend werden. Ich glaube, der Stream wird inhaltlich vom Schlagzeug spielen oder vom Reden und Witzen nicht besser werden. Aber das, was ihr visuell seht, das wird Next Level Shit. Das wird Next Level Shit, wirklich. Da bin ich hin und weg. Und ich werde es nicht vorwegnehmen, weil ich glaube, dann ist der Effekt auch nicht da. Ich glaube, man muss das sehen. Aber ich habe wirklich viel, ich habe ja gesagt, dass wenn ihr diesen Stream unterstützt mit Abos, dass ich das nutze, was dabei rumkommt, um mein Studio abzuzahlen. Also dieses Bauwerk an sich und natürlich Miete und Co., das ist ja klar. Aber unter anderem versuche ich natürlich auch immer neuen Stuff an Land zu ziehen, um mir zu überlegen. Und da habe ich mir sehr viel Gedanken gemacht und da ist viel passiert und das wird alles noch produziert und gemacht und getan, aber das wird auf jeden Fall geil. Davon bin ich überzeugt. Also wirklich, freue mich sehr. So, jetzt wollen wir aber was trinken. Ist diese Bank cool? Coole Bank. Ja, das ist eine coole Bank. Ich habe eine schwarze Hose, also was soll passieren? So, hier ist mein Taschi. So. Hier ist mein Taschi. Probe. Nee, Mutprobe ist es nicht. Ist geil. Ist richtig geil. Brauche eigentlich auch. Ich dachte, ich hätte ein Stativ dabei. Habe ich auch, aber ich habe leider die Klemme vergessen. Das ist sehr dumm. Ich kann mein Handy gerade nicht anklemmen. Irgendwie muss ich mir noch ein Stativ bauen. Wie baue ich mir hier ein Stativ? Oder ich klemme das Telefon zwischen einem Baumstumpf. Hundekrieg. Zwischen einem Baumstumpf und dann habe ich dann Stativ. Was ist denn da los, ey? Kleines Hündchen. Wir brauchen ein Stativ, Leute. Wir müssen irgendwie das Handy befestigen. Wo machen wir das? Leute, ihr seid doch kreativ. Wie kann ich hier mein Handy befestigen? Astgabel und Gaffer. Gaffer habe ich auch nicht dabei. Handy an Baum nageln. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Aber wir bleiben hier. Zur Not, komm, dann setze ich mich auf den Boden. Ist doch egal. Setze ich mich dann lieber aufs Laub oder lieber hier auf den Sand? Schnürsenkel? Ich könnte einen Schuh ausziehen, dann so über Kreuz. Meint ihr das? Meinst du das? Einen Schuh ausziehen, dann so überkreuzen die Beine, auf Tasche ablegen. Die Tasche brauche ich ja noch. Aber warte, ich pack mal alles aus, weil ich habe hier viel Stuff dabei. Ich bin hier nämlich nicht einfach so unterwegs. Ich baue mal alles auf. Hier ein Karton. So, hier ist ein Karton. Dann habe ich hier noch einen Karton. Ich zeige dir mal, was ich hier so alles habe. Pass auf. Jetzt kommen die wilden Ideen. Nee, das ist... Nee, ist einfach nur geil, was ich hier dabei habe. Dinge, die man dabei haben sollte. Hier sowas habe ich dabei. Hier so ein Eumel. Was habe ich noch dabei? Den hier habe ich dabei. Nüsse, das habe ich gar nicht zugemacht. Die ganzen Nüsse, nicht, dass ich jetzt hier die Eichhörnchen drin habe. Da habe ich noch Wasser dabei. Hier ein so ein Wasser. Und noch so ein Wasser. Und jetzt muss ich auch noch irgendwie ein Stativ bauen. Ich habe nämlich das hier mitgenommen, aber ich habe die Halterung fürs Handy vergessen. Wie kann man so dumm sein? Das passt doch gar nicht da drauf. Ja, ein Stativ, aber ohne Halterung, das bringt mir ja nichts. Kann ich hier einen Klemmi machen? Warte mal, vielleicht kann ich einen Klemmi machen. Geht das? Ja, ich mache mir einen Klemmi. Warte eine Sekunde. Passt das? Ich den da gegendrücke?
Muss ich jetzt nochmal drehen? Sekunde. Vielleicht schaffe ich das. Da bin ich ein bisschen dumm, ne? Aber egal, vielleicht schaffe ich das. Hier so dran. Klemmi. Nee. Ist schwer, Chat. Ist schwer. Muss ich schon sagen. Ist doch schwer. Hier? Warte mal, kann ich das hier klemmen? Aber ich finde es auch geil. Ich finde so einen Quatsch auch gut. Ich denke, Kaugummi? Kaugummi ist auch eine gute Idee. Aber ein Klemmi ist doch das Wahre. Hier Klemmi da so ran. Ich hab's gleich. Chat, ich hab... Oh, ich hab was gedrückt. Seid ihr noch da? Ich hab was gedrückt. Ich schaff's gleich. Wenn ich den jetzt hier festmache... Pass auf. Wenn du Stativ und Handy mit genug Anlauf vereinst... Guck mal, ich schaff das. Ist das geil. Ich schaff das. Ich hab einen Klemmi gebaut. Ein 1er Klemmi. Ein Klemmer. Wie bei einem Mofa. Wenn der Kolben nicht zieht, ist das ein Klemmer. Kennt ihr das? Was seid ihr denn alle? Ich baue das Stativ auf. Ein Klemmi. Das ist doch super. Niemand hat so ein Stativ. Weil die nicht kreativ sind. Ist doch so. Wenn ich das jetzt hier so hinstelle, dann ist das doch geil. Warte. Fachbericht Klemmi. Klemmi 2023. So, nee, jetzt ist zu viel. So. Da. Hier auch noch. Ich weiß, es ist ein bisschen hakelig. Ich habe es mir anders vorgestellt. Ich dachte, ich habe einfach schon eine Handyklammer dabei und das ist alles easy peasy. So. Wenn ich jetzt die hier ein bisschen tiefer mache. Die und die. Guck mal, wenn ich mich jetzt hier so hinsetze. Hier so. Ja, passt nicht. Dann passt es ja nicht. Das passt ja überhaupt nicht. Wenn ich jetzt hier, passt ja gar nichts, Chat. Dann mache ich es hier so. So geht's aber, ne? Pass auf. Das ist so dumm. Ich wollte heute einfach nicht im Studio sitzen. Versteht das doch. Hier ist doch Entertainment. Ich wollte nicht im Studio sitzen, Chat. Ich wollte rausgehen. So. Toller Park ist das. Ein toller Park ist das. Ja, ist ein toller Park. So. Also. Was kann ich euch verkünden? Ich habe ein Paket bekommen und werde jetzt eine schöne Kooperation ankündigen. Achtung, Trommelwirbel. Könnt ihr so ein bisschen so klatschen? Könnt ihr jetzt schon klatschen wie bei so einer Gala? Wo ist der Nebel? Ja, aber so ein bisschen galamäßig. Galamäßig klatschen jetzt. Geht das? Trommelwirbel und klatschen. Ja, Holy Squad Official. Yo! Entschuldigung, Leute. Entschuldigung. Geil. Pass auf, ich habe nämlich ein Paket bekommen. Da waren diese, guck mal, diese Getränkedöschen drin, ne? So, aber da war kein Wasser drin. Was habe ich reingetan, Chat? So, jetzt machen wir mal alle kleinen Packungen auf. Was ist hier drin? Hier ist eine Himbeere drauf. Was ist da drin? Chat, was glaubt ihr? Was ist in der Packung mit der Himbeere? Chat, sag schon. Wer es richtig errät, kriegt's vielleicht. Wer es richtig errät, kriegt die Packung mit der Himbeere nach Hause. Erdbeeren. Marmelade. Ja, ihr habt es nicht drauf. Da drin ist, ich weiß es selber nicht, da drin ist eine Tasse mit einer Himbeere drauf. Schon mal geil. Stelle ich schon mal hier ab. Schon mal geil. Warte, nee, stelle ich hier auf den Karton. Auf den Karton. Hier so. Die, ey, ja, so, warte, hier hält nicht. Ja, hier davor. So. Kann man das sehen? Nee, ne? Da, wo muss ich denn hin? Da muss ich hin, damit man sieht. So, steht jetzt drauf. Jetzt haben wir hier noch eine Packung. Was ist hier drin? Was ist hier? Ich habe Teetasse geschrieben. Scambetrug. Scambetrug. Was ist hier drin? Wisst ihr schon? Ein Apfel. Ich gucke rein. Auch von Holy. Ich bin gespannt, was hier drin ist. Wir machen alles auf. Hier haben wir eine... Was ist das? Oh. Oh, riech mal. Wonach riecht das, Chat? Chat, wonach riecht das? Sagt schon. Hä? Wonach riecht das? 420? Pulver? Tee? Ich bin sehr laut hier im Shop. Ich bin da ein bisschen aufgekratzt. Nach Frühling? Plastik? Nach Leere? Es riecht nach nichts. Exakt. Nichts ist drin. Da kann man nämlich noch was reintun. Kommt hier auch hin. Pumperpulver. So, was haben wir noch?
So, was? Dose, es riecht. Was habe ich hier? Was habe ich hier? Was ist hier drin, Chat? Sag mir, was ist hier drin? Hä? Was ist hier drin? Ich habe echt viele Kartons bekommen und ich mache sie jetzt mit euch allen auf. Ich habe auch Durst. Ich bin wirklich sehr durstig. Deswegen habe ich auch einen Liter Wasser dabei. Erdbeeren. Stativ? Das wäre gut, wenn hier die Kamera drin. Nein, hier ist eine Flasche drin. Guck mal. Eine schöne. Ist das Acryl? Holy, ist das Acryl? Sag mal. Code 304. Was sagt uns der Code 304? Code 304 ist auf jeden Fall geil. Stelle ich auch hier hin. Guck mal, wir machen hier eine richtige. Wir machen hier so einen richtigen Flex. So einen richtigen Waldflex mache ich hier. So, jetzt habe ich noch mehr. So, jetzt habe ich hier noch ein Paket. In diesem Paket zeige ich euch auch kurz. Da sind so Tütchen drin. Hier sowas. Könnt ihr sehen? Wo ist denn die Kamera? Peach Panther ist da drin. Merkt ihr den Code? Das ist ein Escape Game. Sowas ist da drin. Oder Lion's Lemonade. Ich mag die Designs. Gefällt mir sehr gut. Ich habe euch noch gar nicht erklärt, was das ist. Ich zeige euch erstmal nur die Bilder. Hier. Strawberry Shark. Seht ihr das? Strawberry Shark. Ist doch geil. Wer will nicht mal einen Strawberry Shark trinken? Raspberry Raptor. Was? 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 Ist doch geil. Blueberry Bear. Ich zeig's euch hier alles rein. Guck mal, ich habe einfach Durst. Was haben wir noch? Tropical Tiger. Yeah. Und Citrus Cobra. Plus Eistees. Und wir haben noch drei Eistees drin. In den Geschmacksrichtungen Apfel und grüner Tee. Blackberry und Black Tea. Acai und Hibiskus. Dann ist so eine Karte. Das lege ich auch hier zu. Weil ich habe noch ein Päckchen, was ich aufmachen muss. Eins muss ich noch aufmachen, weil hier steht hier noch. So. Oh, das ist das Schwerste. Was haben wir hier noch drin? Da ist ein lustiger Apfel drauf. Schaut mal. Habt ihr Spiegel verkehrt im Stream oder was? Ja, kann ich nicht ändern. Dann holt euch einen Spiegel. Chat. Dann holt euch einen Spiegel. Mach schnell, muss in Call. Hier, was habe ich hier drin? Alter Schwede. Guck mal. Raspberry X Vanilla X Hibiskus Tea. Was ist das denn Geiles? Wieder mit der frischen Himbeere. Ist doch geil. Was haben wir noch? Blackberry Black Tea. Alter, der ist auch fresh. Die Schwarzbeere. Den haben wir hier. Acai Hibiskus Tea. Der sieht auch sportlich aus. Sieht aus wie von Cuphead. Mega. Und hier. Apfelgrüner Tee. Sieht chillig aus. Apfelgrüner Tee. Sieht chillig aus. Und da sind noch zwei Dosen drin. Und zwar einmal Mango und Kiwi. Eine Dose Mango und Kiwi. Alter Schwede, wie viel Zeugs. Ihr seid ja verrückt, Holy. Und hier ist auch noch, was ist das hier? Hier nochmal der Raspberry Raptor. So, war das schwarz hier. Und jetzt, pass auf, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, was es ist. Jetzt muss ich mich mal auch kurz setzen. Nee, kann ich mich nicht. Dann könnt ihr mich nie mehr sehen. Und zwar, das sind Holy Drinks. Holy ist eine Firma aus Berlin und ich bin sehr dankbar, dass die Bock haben, meinen Stream zu unterstützen, weil ich, ihr wisst es ja, ich habe immer Bock auf ein bisschen, eigentlich, okay, ich sag's ganz ehrlich, ich habe immer Bock auf Kaffee und ich trinke immer gerne Kaffee und will immer ein bisschen mich pushen und so, aber ich möchte auch gerne mal einen anderen Geschmack haben, aber ich habe wirklich 0,0,0,0 Bock auf Energy Drinks, die meinen Körper auflösen. Und deswegen ist das hier gerade eine ganz geile Alternative, denn, pass auf, ich lese euch mal vor. Wo ist denn mein Zettelchen? Ich habe mir Zettelchen vorbereitet. Denn die Sachen von Holy sind. Oh Mann, ey, fall nicht runter. Die sind nämlich insofern fresh, weil es gibt leckeren Geschmack. Das werden wir gleich nochmal herausfinden. Das habe ich auch schon im Vorfeld getestet. Ist nämlich gar kein Scam hier. Ich habe es nämlich schon getestet. Der Geschmack ist geil. Und es ist kein Bullshit drin. Es ist kein Zucker drin. Ja? Taurin ist auch nicht drin und auch keine künstlichen Aromen. Und das ist natürlich geil. Auch keine Farbstoffe und es ist vegan und umweltfreundlich und zuckerfrei und das finde ich natürlich Hammer und es gibt Varianten mit so Energy-Zeugs drin und es gibt Varianten nur als Tee. Und der gute, ich glaube, wen haben wir? Matze, Philipp, Freddy, wer ist da drin? Wer ist gerade drin im Chat? Einer von denen ist gerade im Chat drin und kann euch Fragen beantworten, falls ihr wollt. Was haben wir hier drin? Ich würde gerne mal, ich muss das mal aufheben. Sag schon, wer ist im Chat? Julian ist im Chat.
Gar nicht Matze, Philipp, Freddy. Julian. Ja, mit Julian habe ich auch geschrieben. Natürlich. Wollte ich schon lange mal testen. Ja, wir testen jetzt einen. Wir testen jetzt einen. So. Also, Julian ist im Chat. Mit dem könnt ihr schreiben. Der beantwortet euch jetzt Fragen. Und ich gönne mir jetzt mal eine Runde. Ich hab Bock auf Peach. Cobra, ihr wollt, dass ich Cobra teste? Okay. Ich lese euch mal den Text vor von der Karte hier, ja? Pass auf. Willkommen im Holy Squad. Vielen Dank für deinen Kauf. Als junges Startup bedeutet uns dein Vertrauen viel. Also wie gesagt, Berliner Leute, ja? Mit Holy bekommst du eine leckere und günstigere oder gesündere Alternative zu Coca-Cola, Red Bull und Co. Egal ob Holy Energy oder Holy Iced Tea. Wir wünschen dir ein geiles Geschmackserlebnis und freuen uns über deine ehrliche Meinung zu Holy. Perfekt. So. Also, was soll ich? Cobra? Beeren? Heißes Wasser? Nein, das ist kalt. Das brauche ich auch zum Trommeln jetzt. Also, ich gebe euch jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sagt ihr, wir nehmen Citrus Cobra oder Peach Panther. Sag schon. Julian, bist du noch da? Peach, Spray Cobra, Cobra. Sag schon, ich will's testen. Citrus Cobra. Bin überfordert. Peach. Also mich hat der Tropical Tiger abgeholt. Dann nimm die Cobra. Echt jetzt? Also Cobra. Nehmen wir die Cobra, Leute. Die Mischung macht's. Wollen wir es mischen? Ich leid, das glaube ich nicht Sinn der Sache. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Sinn der Sache ist. Was meint ihr? Lein ist mein Favorit, wirklich? Okay, dann nehme ich jetzt den Citrus Cobra und dann den Löwen. Ja? Citrus Cobra. Ich mach's mir rein. Kommt jetzt hier rein in die Dose. Wow. Eine Portion kostet ca. 80 Cent. Ja, exakt. Da drin ist kein Bullshit, kein Zucker, kein Taurin. Es hat 1, also für die 100 Milliliter 0,1 Gramm, also unter 0,1 Gramm Zucker, also eigentlich kein Zucker. 14 Vitamine. Das ist genau das, was ich brauche, Leute. Ich sag's euch ganz ehrlich. So, das ist jetzt Zitrone. Und die Dosen sehen mega cool aus. Mache ich das richtig? Ja, ne? Wie lange schüttel ich? Julian, wie lange soll ich schütteln? Das ist jetzt Citrus und Calamansi. Citrus Calamansi. Dieser Chemietrend geht langsam auf den Sack. Das ist ja eben kein Chemietrend. Ist es ja eben nicht. Also ich weiß, was du meinst, aber das ist ja kein Chemie eben. Das ist ja eben was anderes. Also, zum Wohl. Okay, das ist geil. Das ist mein Geschmack. Das ist mein Geschmack. Ich will nichts anderes mehr. Ich will nichts anderes mehr. Das ist geil. Was soll ich sagen? Es schmeckt nach Zitrone. Es schmeckt einfach nach echter Zitrone. Ah. Das schmeckt wie eine echte Zitrone. Geil! Da hat der Gesichtsausdruck auch was anderes gesagt? Nee, da kennst du mich nicht, wie ich genieße. Du weißt doch gar nicht, wie ich genieße. Ist geil. Ey, das war lecker. Das war ein halber Liter jetzt. Citrus Calamansi. Mix with einem halben Liter Water. Das war ein halber Liter Water. Das ging ja schnell weg. Das war lecker. Was nehmen wir noch? Einen könnte ich noch trinken. Oder ich bereite mir einen vor, den trinken wir später, Leute. Einfach auf Ex weggehauen. Ja, weil es geil war. Weil es lecker war. Also, was ich sagen will, Leute, ihr könnt euch
da mal auf der Website umschauen. Von Holy sind sehr, sehr nette Menschen, die meiner Meinung nach was Cooles rausgebracht haben. Und ich werde mir jetzt so eine Mischung machen. Ich nehme jetzt aber, du hast gerade Löwe ist geil, Tiger, ja? Wo ist denn der Tiger? Und kriegt auf der Seite hier Löwe, Lions, nicht Tiger, Lions. Auf der Website kriegt ihr so Probierpakete und die checkt ihr einfach mal ab. Die checkt ihr einfach mal ab, Leute, ja? Ich mache mir noch eine Mischung. Mango und Kiwi. Den baller ich mir auch noch rein. Baller ich mich ja auch noch rein. Mango, Kiwi. Ich habe heute extra keinen Kaffee getrunken. Wirklich. Es gibt ja auch Varianten ohne Koffein. Ist überhaupt Koffein drin? Ich habe doch gar keine Ahnung. Was ist denn hier drin? Vitamine lese ich. Doch, wo Koffein? Hier ist Koffein drin. Gut. Mach rein. Die nehme ich jetzt aber mit. Die baller ich mir nicht direkt hinterher. Die nehmen wir jetzt mit, Leute. Für unterwegs. Soll ja ein bisschen Spaß machen. Aber einmal reintesten muss, ist ja klar. Ich freue mich schon auf Drumstreams damit. Stream für 48 Stunden. So, Löwe für Löwe. So, also Löwe für Löwe. Riechen, was soll es sein? Was ist der Löwe? Mango und Kiwi. Man riecht Mango. Kiwi kann ich nicht riechen, aber Mango rieche ich. Riecht geil. Mango schmeckst du deutlich raus. Das Schöne ist, es schmeckt auch wie eine echte Mango. Schmeckt geil. Okay, das ist Hammer. Zuckerfrei, Natural Flavors, vegan. Mango und Kiwi. Geil, nehme ich mit. Hammer. Bei einem Liter in so guter Zeit müsste ich ohne Ende rennen. Ey, ich habe doch schon so Power. Leute, was soll passieren? Ich habe doch schon so Power. Ich packe das jetzt ein. Wer von euch will ein Probierpackage haben? Gibt's da jemand was von euch? Löwenbräu. So, ich pack's jetzt ein. Wir gehen jetzt weiter spazieren. Ich will zur Alster. Das ist nichts für ihn. Da hat er sich damals einen Crowgazer zusammengemixt. Ich mach mir auch einen Crowgazer. Ich kann, ey, wirklich. Ich pack da noch was rein. Schwarzer Tee. Soll ich da mir noch schwarzen Tee reinmachen? Mach einen Raffle im Discord. Nee, hier, live jetzt. Live machen wir das jetzt. Krogi mit Alster, das machen wir jetzt. Das machen wir noch öfter im Stream. Kann man denn da vielleicht sogar noch was sparen? Fragt Julian. Fragt das der. Ja, ich bin mir sicher, dass man noch was sparen kann. Es geht ja über den gesamten Monat. Wir machen ja eine ganze Menge zusammen. Selbstverständlich. Aber ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst. Also ihr geht natürlich auf weareholy.com. Könnt ihr auch sein Holy angehen. Einer muss es mal eben machen. Da geht ihr drauf. Und natürlich habt ihr einen 10% Rabattcode, wie es sich doch so hört. Mann, die Leute aus Berlin sind geil drauf. Ich hab Bock auf die Koop, macht Spaß. Ich finde das wirklich lecker. Ich weiß. Mir ist auch klar, warum Leute schreiben. Chemie, Plörre, bla. Ist es mir klar, weil es so viel Kram gibt. Ist es doch klar. Aber ich hab's im Vorfeld gecheckt. Ich find's geil. Es macht mir Spaß. Ich stehe dazu. Also, wenn ihr das auch mal testen wollt, dann geht auf weareholy.com/Krogmann. Ja? Habt ihr ja im Code stehen. Im Bot stehen, wie heißt das? Das ist ein Bot, im Chat stehen. Dankeschön. Und da könnt ihr den Code Krogi eingeben für 10% Rabatt. Oder Krogi 5. Kriegt ihr 5 Euro Rabatt. Wie ihr wollt. 5 Euro oder 10%. Kann man sich aussuchen. Ja? Eine Dose Holy hat 50 Portionen. Das ist ordentlich. Ja, exakt. Das ist super geil. Da gibt's auch so ein Probierpäckchen. Holt euch das rein. Und ich werde auch später dazu noch was erzählen. Jetzt machen wir aber erstmal einen kurzen Gang wieder. Ja? Für alle Neulinge 5 Euro. Dann kann man alles für nur 12 Euro testen. Ja, das ist geil.
Macht es. Holt euch da was ran. Ich finde gut. Macht Simon auch mit? Ich weiß nicht. Macht Simon mit? Ich habe doch keine Ahnung. Was ist denn mit Simon? Ich habe doch keine Ahnung. Eichhörnchen. Ja, mach mal ein Eichhörnchen-Drink. Ich packe wieder alles ein. Ich will hier los. Ich will los auf die Straße. Ich will doch wieder. Ich muss jetzt gehen. Ich habe jetzt so viel Power im Körper. Ich muss jetzt direkt gehen. Ich pack die Nüsse nochmal rein. Simon ist Simon. Aber die Tasse ist ja wohl auch geil. Guck mal. Also, ihr habt's gehört. Es geht jetzt los. Holy Squad. Holy Energy Drinks. Haben Bock, den Krogmann-Stream zu unterstützen. Und ich bin sehr dankbar dafür. Ich bin sehr dankbar. Geht auf die Website, holt euch ein Probier-Package. Wenn ihr Bock habt auf sowas. Und dann kann ich euch zumindest aus meiner Warte sagen, es schmeckt sehr gut. Und das ist doch schon mal etwas. Die Tasse ist retro. Die Tasse ist geil. Ich bin seit einem Jahr bei Holy Energy dabei. Beste Entscheidung ever. Wirklich? Okay, das klingt krass. Beste Entscheidung ever. Das klingt wirklich krass. Beste Entscheidung ever. Hammer. So. Krug ist der moderne Ozzy Osbourne. Statt Fledermäusen wird er einem Eichhörnchen den Kopf abbeißen. Mark my words. Lass uns es tun. Lass es uns jetzt sofort tun. Buddy Holy. Ey, das ist auch schön. Julian, wir machen dir einen Track. Wir warten 3 Wochen, wie die Langzeiteffekte sind. Mann, ich trinke das doch schon lange. Du siehst doch schon, wie die Langzeiteffekte sind. Natürlich exakt gut. Total gut, ist doch klar. Ich verstehe. Ja, voll. Gut, ich trinke es jetzt nicht ein Jahr. Ich trinke es aber schon seit dem gesamten Dezember. November, wann habe ich das Probier-Package bekommen, Julian? Ich weiß es nicht. November, Dezember? Langzeiteffekt, Eichhörnchen und Vögel fressen euch aus. Mann, ey Leute, es ist doch wie mit allen Sachen. Ich muss euch mal kurz einmal abholen und relativieren. Du kannst ja alles, jedes Produkt, egal was es ist, kannst du haten, du kannst alles feiern. Es ist scheißegal. Ich kann euch nur sagen, ich teste die Sachen von den Leuten, die Bock haben, hier einen Support zu machen und zu sagen, ey, wir wollen den Stream gerne unterstützen. Und ich bin sehr dankbar darüber. Und ich habe den Kram getestet und ich finde es gut. Und ich meine das ernst. So, mehr kann ich euch nicht sagen. Authentisch bleibt es. Und ich trinke auch viel Kaffee und gerne Kaffee. Und ich freue mich, eine Alternative zu haben. Und deswegen bin ich happy. So, ist doch alles gut. Also, jetzt mal ehrlich. Ich bin dabei, wenn Krogi Scribble Flavor kommt. Das ist eine schöne Idee. Ja, dann ist doch gut. So ist es. Dann ist doch gut. Finde ich auch. So nämlich. Ja, exakt. So, mehr kannst du nicht machen, Leute. Mehr kannst du heutzutage nicht machen. Man kann doch mal dankbar sein. Also ich jetzt. Man kann doch mal dankbar sein. Ich finde das Konzept cool. Ich auch. Aber wo packe ich jetzt das Glas hin? So. Gibt es noch Sorten, die dir nicht schmecken? Ja, es gab mir eine Sorte, die fand ich nicht so gut. Warte mal, aber muss ich raussuchen. Sekunde. Suche ich dir raus. In diesem kleinen, ich muss das kleine Package haben. Ich kann dir auch sagen, was mir nicht so gefallen hat. Und zwar war das, ich glaube, die mochte ich nicht so gerne. Ich glaube, ich mag den Strawberry Shark, das Design ist geil, aber das ist nicht so mein Geschmack. Aber ich mag auch Erdbeer als Eis nicht so gerne. Ich stehe nicht so auf Erdbeer. Ja, ich stehe nicht so auf Erdbeer, was soll ich machen? Es tut mir leid. Also sind viele enttäuscht wahrscheinlich, weil die gedacht haben, ich stehe voll auf Erdbeer, tue ich nicht. Kann ich nicht ändern. Ich freue mich schon auf Schlagzeugstreams damit, wenn ich mir vor dem Schlagzeugspielen 2 Liter davon reinballer. Erdbeerkäse, beste Mann. So, ich mag den Tiger nicht so besonders. Den fand ich geil. Ja, aber so ist es halt. Keine Erdbeere. Nee. So, wollen wir nochmal zu den Eichhörnchen oder wollen wir jetzt direkt an der Alster? Chat. Ich will an der Alster. Ehrlich gesagt. Aber ihr könnt entscheiden. Julian ist noch ein bisschen im Stream, oder? Bei Fragen.
Habt ihr noch Fragen? Komm, stellt den Julian noch mal eine Frage. Das ist ein guter Typ. Das ist wirklich ein guter Typ. Krogi Schweißgeschmack, wann? Ne, Blut. Wenn, dann Blut. Eisen. Krogi ist Eisenblut. Wann kommt das? Nicht Schweiß, Eisen. Eisenholz. Fragt mich. Jetzt fragt ihn. Stell mal Zutaten. Ja, stell doch mal die Zutatenliste rein. Violensis ist richtig hier auf. Das muss alles hier wasserdicht sein bei Violensis. Ich dachte, Krogis Blut schmeckt nach Elex. Nee, nach Eisen. Einfach nach Eisen. Die findet man auf der Seite. Kann ich links posten? Ich glaube nicht. Ökotrophologin am Start. Ökotrophologin wahrscheinlich, oder? Ökotrophologin am Start? Ich weiß, Mann, ihr seid zu schlau. Ich sollte mich aus solchen Dingen raushalten, von denen ich keine Ahnung habe. Das mache ich auch. Das habe ich schon immer gemacht. Übrigens, Lebenstipp an euch. Wenn ihr von Dingen keinen Plan habt, dann äußert euch nicht dazu und sagt einfach, ihr habt davon keinen Plan. Ich weiß nicht genau, was du meinst. Also, ich kann da nicht mithelfen. Ich habe auch einen Doktor. Ich habe einfach nur einen Bachelor. Ich bin Tontechniker, Mediengestalter und mache was mit Medien und kann ein bisschen labern manchmal. Das ist alles. Das ist aber auch okay. Komm, lass uns wieder spazieren. Komm, aber, ey Julian, ist doch geil, wie ich hier alles mitgenommen habe, oder? Besser als im Studio. Mal was Neues, einfach mal rausgehen. Wenn man rausgeht, braucht man Energie. Ist doch klar. Nicht nur immer in der Bude sitzen. Schon richtig Verfolgungswahn gekriegt. Schon richtig Verfolgungswahn jetzt vom Drink bekommen. Wo bin ich? Das und du bist halt irre. Ja, was soll ich denn machen? Ach Mann. Aber ich verstehe, weißt du was, Leute? Ich verstehe ja auch wirklich, dass es viele Menschen gibt, die sagen, jo, alle Leute im Internet wollen mir irgendeinen Scheiß andrehen. Ihr müsst jetzt mal verstehen, dass ich das nicht will. Ich bin dankbar. Ja, an der Bank noch was? Ich gehe noch mal gucken, wahrscheinlich. Ich bin halt dankbar, dass mein kleinen Dulli-Stream wirklich Menschen unterstützen möchten. Und das lasse ich aber auch nicht von jedem Produkt zu oder von allen Sachen, sondern ich check das natürlich ab. Also was denkt ihr? Ist doch klar. Und ich freue mich sehr darüber, wenn was cool ist und wenn was passt. Aber natürlich, wenn ihr eine schöne Creme rausbringt für Verrunkeln an den Beinen, dann werde ich dafür auch Werbung machen. Nein, natürlich nicht. Mann, es ist doch klar. Dulli ist nur Anton. Ja, das schreibt er zumindest in seine Streams. Das ist aber auch Quatsch. Anton ist null Dulli. Nee, ich habe nichts vergessen. So. Und wie war jetzt der Code in der Flasche? 304. 304 war der Code. Solange du keine Werbung für Raid Shadow Legends machst, dann alles gut. Ja, da, guck mal, da kriegt jeder E-Mails von. Da wird nichts passieren. Es gibt Eistee, der auf echten Tee basiert, ohne zugesetztes Koffein und eben die Energy Drinks. Ja, da findest du schon was. Nimm doch die 5 Euro jetzt in die Hand und bestell was. So, aber jetzt ist auch gut. Julian ist da, Holy Squad Official ist am Start. Ich müsste euch mal zum VIP machen. Das kommt jetzt auf meine To-Do-List. Aber das kann ich nicht, während ich rumgehe. Das läuft nicht. Am Mittwoch werde ich auf jeden Fall ganz viel dazu trommeln. Und kein Zucker ist geil. Ja, Zucker ist für mich übrigens, ich weiß, jetzt kommt ein Gino und sagt, ja, Zucker ist gar nicht so schlimm oder keine Ahnung. Für mich persönlich habe ich festgestellt, und das ist, glaube ich, auch bei allen Leuten unterschiedlich. Und übrigens, was mir schmeckt, muss auch nicht anderen schmecken. Und was mir gut tut, muss auch nicht anderen Leuten gut tun. Das ist ja auch logisch. Also Zucker ist für mich ein großes Problem. Das merke ich. Ich reagiere ganz krass auf Zucker, wie wahrscheinlich viele Menschen. Und Zucker macht mich sehr, sehr süchtig. Aber Zucker macht mich auch sehr, also schlägt dann auch irgendwann um und macht mich sehr träge und schlapp. Ich rede von Zucker in Getränken übrigens, ne? Also Zucker in Essen finde ich mega. Ich finde an viele Soßen und so, da muss Zucker ran. Anders geht's nicht. Auf Zucker verzichten könnte ich nicht. Aber Zucker trinken ist halt für mich persönlich Quatsch. So. Also, das ist wirklich wahr.
Beim Tee setzen sie auf Stevia, schreibt Julian. Also wirklich so viel Chemie aus dem Drinksverband, wie es geht. Ja, siehst du. Das ist halt Zucker so an sich. Ey, Salz muss auch immer dran. An jede Süßspeise. Und jetzt glaubt mir, als Bäckereikind, ja? An jede Süßspeise. An jede. Chat, wiederholt das jetzt bitte. Merkt euch das. An jede Süßspeise gehört eine Prise Salz. Nicht über viel, aber eine Prise Salz gehört an jede Süßspeise. Wirklich. Wiederholt das. An jede Süßspeise gehört eine Prise Salz. Ja. True. Ist wahr. Das ist immer so eine Wechselwirkung. Wo beste Franzbrötchen? Okay, lass es rausfinden. Wo gibt's das beste Franzbrötchen? Gucken wir. An jede Süßspeise gehört eine Prise Salz. Chat, wollen wir... Ich hab Bock auf ein Brötchen, ey. Wollen wir frühstücken? Ey, ich finde diese Outdoor-Streams gut. Das Jahr startet doch gut. Ey, ich bin gut motiviert. Ich hab noch eine Flasche Drinks dabei. An jede Süßspeise gehört ein Löffel Senf. Ein schöner Löffel Senf. So, können mir mal irgendjemand schreiben. Irgendeine Person. Und ich will jetzt kein Nö lesen. Ich will jetzt nicht, ich weiß, ich laufe damit in eine Falle. Oder ich laufe damit Gefahr, in eine Falle laufen zu können. Hat irgendjemand von euch jetzt schon ein Probierpackage sich gegönnt? Bitte, irgendjemand muss doch mal zuschlagen. Eine Person. Ich will von dir nämlich Feedback haben, dass das kein Bullshit ist. Ich will valide sein. Ich will von dir nämlich, wie auch immer das jetzt sein wird, die nächsten Tage will ich dich einladen in meinen Stream und dann will ich von dir eine ehrliche Meinung hören, dass es nämlich geil ist. So. Ja, eben nicht das Nö schreiben. Das Ja. Ich will das Positive. So, Dentrue 10. Du hast bestellt. Dann kommst du bald rein. Dentrue 10, dann kommst du in meinen Stream und sagst mir, dass das geil ist. Realist auch. Überleg doch. Mach das bitte. So. Müsste an den Rechner. Menti Pie könnte ich auch einholen. Ich hasse Positivität. Ja, ich weiß. Boah, Leute, die immer positiv drauf sind. Wer würde denen nicht echt richtig gerne mal mit der flachen Handkante schönes Gesicht bügeln? Leute, die immer positiv drauf sind. Wer von euch hätte nicht mal Bock, Leuten, die immer positiv drauf sind, einfach mal so richtig einen mitzugeben? Sag mal. So richtig schön. Hier. Cosmic Alliteration. Komm aus Hamburg. Hier ist nur Schiedwetter und nicht neu. Ich komme aus Hamburg. Was ist los? Hier ich. Die Fresse aus der Schnauze hauen, die fiese Fresse. Ja. Der Fistminister schreibt. Leute, einen Applaus. Wir haben den Fistminister im Haus. Ich gehe morgen in den Moschpit bei Architects. Die kriegen alle eine gescheppert. Herrlich. Wir gehen gerade zum Planetarium übrigens. Positiv. Positiv. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Chat. Ist doch ein schöner Outdoor-Stream jetzt. Da haben wir doch alle was von. So, ich trinke noch mal ein bisschen was vom Löwen. Ich hab noch ein bisschen was vom Löwen da. Doch, Hamburg hat gutes Wetter gehabt. Das stimmt halt nicht. Hamburg hat den Ruf, schlechtes Wetter zu haben. Und ich wohne jetzt 12 Jahre in Hamburg. Und das stimmt. Eigentlich war jeder Sommer regnerisch und kalt. Aber der letzte Sommer war sauwarm und eher schon tropisch in Hamburg. Also das stimmt nichts. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht, was du sagst einfach. Lecker. Ist das Spülmaschine geeignet? Also ich habe es in die Spülmaschine gepackt. Ich kann dir aber nicht sagen, ob Spülmaschine geeignet ist. Also ich habe schon fünfmal in der Spülmaschine gehabt. Und es funktioniert noch. Aber ich weiß nicht, ob man das machen sollte. Kann ich dir nicht sagen. Wenn ich Planetarium höre, habe ich immer die Melodie von Welcome Home Sanitarium
von Metallica im Ohr. Sanitarium. Leave me be. Ja, genau. Planetarium. Ich brauche auf jeden Fall noch, das habe ich bei Ronny auch gelernt, ich brauche auf jeden Fall noch einen Lautsprecher, der ich irgendwie an meine Jacke binde und wo dann Töne rauskommen, wenn jemand abonniert oder was macht. Er hat mir wirklich, Ronny, schaut doch mal an dieser Stelle an Ronny, weil der ist so lieb. Der hat mir wirklich eine DIN A4-Seite an To-Dos geschickt oder an eine Beschreibung erstellt, eigenhändig erstellt, wie er seine Streams macht. Und das ist wirklich so detailliert. Er sagt mir, welche Apps er nutzt, wie das geht. Er hat auch ein zweites Handy dabei für die Alerts und so. Und er hat das alles so idiotensicher aufgeschrieben. Was ein lieber Mensch. Ronny, du bist einfach Killer. Tröte auf der Mütze. Nebelmaschinen und den Hals, das ist auch geil. Leute, ich muss mehr streamen. Ich brauche auch noch mehr Korps. Ich gebe dieses Jahr so viel Geld für Zähne aus, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich werde dieses Jahr Geld für meine Zähne ausgeben. Ach, ist natürlich alles Bullshit, was ich sage. Wann streamt ihr mal zusammen? Ronny will nach Hamburg kommen, hat er gesagt. Wir wollen geocachen. Geocachen mit Ronny wird auf jeden Fall geil. Wollen wir machen bald. Ich hoffe noch im Januar. Ich könnte ihr mal fragen. Wie viele Kronen habt ihr, Leute? 10 Kronen? 4 Kronen? Geocachen ist nice. Der Geocachen macht Oberspaß. Vor allem, weil wir jetzt ja auch gute Drinks haben. So, wollen wir mal zum Planetarium gehen? Keine Krone. Planetarium ist direkt vor mir. Ich drehe mal kurz die Kamera. So, ich weiß nicht genau, was da abgeht. Aber wir gehen einfach mal gemeinsam rein. Also ich wollte eigentlich nicht reingehen, aber wenn ihr wollt, also wollen wir das Planetarium mal probieren? Chat? Weiß nicht. Julian, wollen wir das Planetarium? Ist das geil? Ich war da noch nie drin. Ich kann euch nichts darüber sagen. Ich bin direkt hinter dir. Ist das nicht so Helferplanetarium? Ist das nicht eh nur Projektion? Ist ein Planetarium nicht eh nur Projektion? Das ist doch nicht echt, oder? Planetarium. Let me... Ich glaube, das ist einfach nur... das ist nicht echt. Ich glaube, ein Planetarium ist nicht echt. Wirklich. Kann sein, dass die gar nicht aufhaben. Ja, das ist doch so Laser, oder nicht? Was gibt es denn hier im Planetarium? Aufgrund von Wartungsarbeiten bleibt das Planetarium Hamburg vom 1. bis 23.01. geschlossen. Ja gut, da hat sich's sehr erledigt. Verwaltung? 9 bis... Aber was merken wir uns für einen anderen Stream dann halt? Montags ist geschlossen. Okay, merken wir uns. Montags ist zu. Dienstags 9 bis 14. Das schaffen wir doch mal in einem Stream. Dann gehen wir mal ins Planetarium. Die müssen Glühbirnen austauschen. Ja, kann sein. Guck mal, hier werden keine Tannen gepflanzt. Ob alles fit ist in der Buchse, werde ich hier gefragt. Natürlich, ist bei dir auch alles fit in der Buchse? Ich war mal vor 10 Jahren drin. Ich bin der Meinung, dass es eine Lichtshow ist. Ich weiß nicht, aber ich habe eine neue Mutprobe für mich entdeckt. Seht ihr das? Mutprobe. Das wird jetzt einfach nur krass. So, ich gehe jetzt hier drauf. Hier so drauf. Brauchen wir eine Toilette? Wieso brauchst du eine Toilette? Ich brauche keine Toilette. Hier so lang, das ist eine mega krasse Mutprobe. Aber das sieht schon schön aus. Guckt euch mal an. Das ist schon ein geiles Gebäude. Oder? Da gibt es bestimmt einen Pokestop, hundertprozentig. Hundertprozentig gibt es hier einen Pokestop. Nice. So, weiter geht's. Das war, wie fandet ihr,
Wie fand ihr die Mutprobe, Leute? Die war schon krass, oder? Die hat schon gekickt. Aber klar. Soll's auf jeden Fall mal machen. Dann machen wir es gemeinsam. Das ist doch gut für einen Dienstagvormittag. Mal ins Planetarium gehen. Ist das hier korrekt? Ist das hier korrekt abgeschlossen? Wer schließt denn hier so sein Fahrrad ab? Die Kette ist auch nicht original. Wer schließt denn hier so sein Fahrrad ab? Das ist doch nicht richtig. 1912 gebaut. Planetarium? Glaube ich. Nimm mit, ne? Ich habe keine Mini-Flex. Ich habe keine transportable Flex. Das wären auch ganz neue Möglichkeiten. Das wären ganz neue Möglichkeiten im Stream. Wenn man so eine akkubetriebene Flex dabei hätte. Und dann hätte ich aber auch Angst davor, dass ich was Dummes tue. Also ist ganz gut, keine... Direkt Ordnungsamt rufen. Oh, das wäre auch schön. Direkt jetzt, wenn, also es gibt da Leute, die sind so zwanghaft, die könnten nicht dran vorbeigehen, ohne jetzt wirklich jemanden zu kontaktieren, damit das Fahrrad abgeholt wird. Solche Leute gibt es. Und das ist jetzt auch für mich kein Problem. Ich bin froh, dass ich anders bin. Ich bin wirklich froh, sehr froh darüber, dass ich anders drauf bin als diese Leute. Subgoal für Bolzenschneider. Ey, liegt an euch, Chat. Wenn ihr meint, sowas brauche ich. Ich glaube, ich brauche es nicht. Wenn, dann würde ich eher mir nicht die Mühe machen wollen, eigene Körperenergie darin zu investieren, sondern eher ein akkubetriebene Flex. Das wäre dann schon eher mein Style. Hör auf, mich zu beschreiben. Boah, nee. Das wie die alten Opas und Omas, die ständig aus dem Fenster hängen. Bitte nicht. Das wiederum kann ich sehr gut nachvollziehen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man irgendwann am Fenster hängt und schaut, was geht ab auf der Straße. Das macht ihr doch gerade auch. Ihr lauft gerade mit mir rum und was schaut aus dem Fenster? Was geht ab in der Welt? Ihr guckt doch gerade mit mir auch raus. Das hat doch seinen Reiz. Ich meine, warum guckt ihr hier gerade zu? Weil ihr natürlich hofft, dass ich irgendwie auf die Schnauze fliege oder so. Oder dass ich noch mehr Energy Drink trinke. Sowas. Das glaubt ihr doch. Aber wir gehen einfach nur spazieren. Wir gehen einfach nur spazieren. Ich glaube, ich bin absolut falsch gegangen und habe einen sehr weiten Weg vor mir. Aber ist egal. Ich merke es langsam, wenn ich mal meinen Eltern zu Besuch bringe, die hängen immer mehr hinter der Gardine. Ja, ey, bei meinen Eltern ist das so, dass das Wohnzimmer, das ist schon so konzipiert, dass man wie so ein Lauerhabicht einfach direkt diesen schönen Tisch im Wohnzimmer, dass die Sitze so ausgerichtet sind, dass man raus dem Fenster guckt und nur so gucken kann, dass man alles beobachtet. Dass man sofort weiß, wer ist am Platz und was geht da ab. So ist es konzipiert. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Das Wohnzimmer wurde schon von Grund auf so gestaltet, dass du rausgucken musst, permanent, damit du weißt, was ist unten, was geht ab. Welche Leute fahren gerade mit ihrem Auto wo lang? Wer geht spazieren? Wer trifft wen? Das weiß man. Das weiß man, wenn man bei meinen Eltern Kaffee trinkt. Auf jeden Fall. Das ist so der Plan. Aber das kennt ihr doch. Ihr kennt doch viele Leute, bei denen das auch so abgeht. Ich weiß nicht, wie ich gehe. Ich gehe jetzt einfach hier. Egal. Wir gehen jetzt hier durch. Stasi-Wohnzimmer. So. Ich darf nicht mal den Müll runterbringen, ohne dass unser Siedlungshabicht mich beobachtet. So wird's nie langweilig. Absolut. Kontrolle muss sein. So, ich weiß nicht genau, wie ich gehen muss. Und das meine ich auch wirklich ganz ernst. Auch wenn ich gesagt habe, ich wohne schon sehr lange in Hamburg. Aber ich bin nicht so orientierungsmäßig am Start. Ist aber nicht schlimm. Verbindung hält, oder? Das Netz ist ganz gut, glaube ich. Zumindest ist das mein Eindruck. Die Stimmung hält auch übrigens. Eichhörnchen. Nein, Hatschi, wir können nicht immer Eichhörnchen gucken. Die brauchen auch mal ihre Ruhe. Die wollen nicht immer belästigt werden. Die haben auch keinen Bock auf so einen Typen, der immer positiv drauf ist. Genauso wie ihr im Chat. Da kriegen die auch Ausschlag. Das können die nicht haben. Das geht nicht klar. Die brauchen ihre Nüsse.
Das meinst du. Bist du allein an der Alster nachher? Ich hab keine Ahnung. Wer kommt denn da hin? Kommst du da hin? Also wer gleich an die Alster kommt. Wie spät ist es eigentlich? Ich brauche nochmal eine Uhrzeit. Einmal eine Uhrzeit bitte. So spät kann es eigentlich noch gar nicht sein. Aber ich brauche noch eben eine Uhrzeit von euch. Was quietscht an mein Rucksack hier? Ich habe doch hier die heiße Ware dabei. 12. Das ist doch super. 12 Uhr. Julian, bist du noch da? Julian, bist du noch da? Ist Julian von Holy noch da? Ich habe eine Idee. Wir gehen jetzt zur Alster und ich habe da eine Idee. 16.20 Uhr, das glaube ich dir nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist eine absolute Frechheit. Wer von euch kann denn... Moin, hallo Timo, 1, 2, 3, 4. Ich grüße dich. Julian ist nicht mehr da, oder? Da muss ich das einfach so entscheiden. Verkostungsaktion. Ich wollte gerade sagen, wer von euch könnte denn zur Alster kommen und bringt ein bisschen Wasser mit? Muss aber Wasser mit. Ich habe kein Wasser mehr über. Muss Wasser mitbringen. Eine Tasse hätte ich. Sieht nicht so aus. Ludek. Danke dir. Ludek. Warte, ich muss da lang. Ich gehe komplett Banane. Huch. Ich gehe komplett Banane. Bring ich dir mit. An der Alster ist, du kannst doch nicht Alsterwasser trinken. Mein Kammer wahrscheinlich. Nimm Alsterwasser, wirklich? Das müsst ihr entscheiden. Ich hab ja noch Wasser. Da brauche ich mehr Vorlauf. Dauert ein bisschen länger aus. Nein, es muss spontan sein. Wir machen hier nichts mit Planung. Meine ganzen Streams hier basieren darauf, dass man keinen Plan hat. Zumindest vermittle ich das. Versteht ihr? Never. Mein Hund trinkt täglich Alsterwasser. Und wie geht's deinem Hund? Hat er das vertragen? Ich glaube, also ehrlich, ich glaube auch, dass man das Alsterwasser, wenn man nicht gerade da ist, wo die Leute ihre Gastronomie haben oder ihre Ruderclubs oder ihre Segelclubs oder so, dann glaube ich ehrlich gesagt auch, dass man eigentlich easy peasy das Wasser trinken kann. Dem Hund geht's auch supi. Das ist die Hauptsache. Hauptsache, dem Hund geht's gut. Was für einen Hund hast du? 5 Stunden bin ich da. Nein, ich bin da in einer halben Stunde. In einer halben Stunde bin ich da. Dann habe ich eine Tasse abzugeben. Und in die Tasse können wir Wasser tun. Und ein paar geile Getränke. Klingt, als würde Krogi von SpongeBob begleitet werden. So auf Kamera nehmen. Bitte glaubt das. Bitte glaubt das. Ich werde einfach parallel von SpongeBob begleitet. Das finde ich schön. Diese Vorstellung gefällt mir. Warte, aber ich kann eh was machen. Warte, Sekunde, das machen wir mal. Und zwar, wo ist es? Da, Sekunde. Ja, nee. Da muss ich hin. Ja. Und dann war es, SpongeBob. Leute. Ja, ist nicht ganz SpongeBob. Aber dann habt ihr mehr das Gefühl, dass es SpongeBob sein könnte. Wisst ihr? Dann habt ihr mehr das Gefühl. So. Ich glaube, SpongeBob begleitet mich gerade. Und wir gehen jetzt zur Alster. Wir wollen ein bisschen tauchen. Ist doch ganz geil. Oder? Chat? Ich find's geil. Lass ein bisschen tauchen gehen. Ich hoffe, ich gehe richtig. Okay, nice. Okay. Okay. Siehst du, jetzt habe ich dich. Violonensis 86 ist jetzt überzeugt von diesem Stream. Es gab viele Leute, die gesagt haben, was ist denn da los? Was ist mit dem? Aber jetzt, also ich lieb's. Weiß ich doch. Bisschen Quallenfischen gehen in Hamburg. Das ist der seriöse Content, den ich brauche. Ich weiß. Aber geiler wird's tatsächlich, wenn wir schon bei so einem super Content sind. Warte mal, muss ich hingehen? Da. Besser wird so. Das ist Hamburg-Style. Moin, Leute. Das fühle ich ein bisschen mehr, muss ich sagen. Das ist mehr so mein Style. Style in Hamburg. Leben am Limit. Heute gehen wir wieder ein bisschen raus in die Street und verbreiten gute Vibes. Wisst ihr? Alle sollen gut drauf sein. Ist geil. Weiß ich. Mit Krogi ist jeder Stream eine Party. Wind of Change. Ey, welches Haus kennt ihr so Leute, die solche
haben. Guck mal, wie groß die Weihnachtskugeln sind. Seht ihr gerade nicht, aber ich zeige es euch ein bisschen näher. Guck mal, das ist schon krass. Das sind schon echt Weihnachtskugeln. Ich weiß nicht genau, wer das, also was, habt ihr sowas? Hat das jemand von euch? Allstars Wasser soll Wasser sein. Bonzen-Gegend. Bonzen-Gegend. Ja, auf jeden. Ist egal. Wir gehen heute spazieren. Erster Stream. Wir gehen spazieren. Die roten Kugeln. Ja. Wir gehen spazieren durch Hamburg. Gute Laune. Guter Stream. Ich hatte einfach keinen Bock aufs Studio. Ich hatte einfach heute keinen Bock zu sitzen. Jetzt freue ich mich sehr über die Ankündigung von Holy Energy Drinks. Gönnt euch auf jeden Fall was. Würde mich sehr freuen. Dann machen wir Verkostung im Stream gemeinsam. Ihr kriegt da Codes. Einfach mal eingeben. Wir schauen uns schön Villen an. Wir machen dieses Jahr mehr draußen Sachen, Leute. Wir gehen wieder mehr raus. Wir gehen montags oder dienstags. Einen von beiden Tagen gehen wir raus. Ja? Und den anderen Tag gehen wir ins Studio und zocken oder so. Aber einen Tag gehen wir raus und erleben was. Montags, ja, weiß nicht. Du kannst nur montags oder was heißt das? Montags oder dienstags? Boah, das ist eine echt geile Idee. Ja, wir müssen auch mal was... Man kann nicht immer... Weil es stinkt auch. Wenn man nur sitzt den ganzen Tag, dann stinkt man selber. Da hat man so eine stinkende Persönlichkeit. Das geht nicht. Muss man mal rausgehen. Ich liebe sie. Drink. Ich kann auch was trinken. Soll ich was trinken eben? Warte mal, kann der Löwe... Wird der Löwe wohl erkannt und kriegt auch so eine geile Mütze auf? Dienstag muss ich zum Reha-Sport. Ja, aber noch nicht den ganzen Tag. Kriegt der Löwe auch so eine... Kriegt der auch so eine Mütze auf? Nee, Löwen nicht. Bei mir ist es easy. Ich trinke noch einen Schluck. Vormittags. Ja, dann gehen wir dienstags rum. Und montags zocken wir. Mit Bewegung bleibst du länger am Leben. Das ist wahr. Ich habe auch wirklich so übelst Bock, am Mittwoch wieder eine Drumshow zu machen. Und dieser Energy Drink ist gut. Ich finde ja. Mir schmeckt er. Ich stinke, wenn ich mich bewege. Wenn ich brav sitze, bleibe, schwitze ich gar nicht. Das ist nicht das Schwitzen, was ich meine. Weißt du, was ich meine, was bei dir stinkt? Bei dir ist es so... Yeah! Gran Turismo hier. Was? Bei dir sind es die Zwiebeln. Bei dir sind es die Zwiebeln und der Knoblauch, der aus der Haut kommt. Ja? Das ist das, was bei dir stinkt. Das ist der Mief. Das hat nichts mit Schweiß zu tun. Einfach dieses Miefige. Weißt du, wie ich meine? Das glaube ich auch. Was glaubst du auch? Ich habe es nicht lesen können. Irgendwas glaubst du auch. Liebe ich auch, die Kombi. Eisig. Miefenschmief. So, ich gehe jetzt selber ein bisschen raus. Viel Spaß noch. Klappergewiss. Dafür hast du ja eigentlich uns. Eigentlich musst du nicht raus. Oh, ich mag auch Aioli. Aioli ist wirklich hammergeil. Ich glaube, alle mögen Aioli. Aber einen schönen Tag, Klappergewiss. Schön, dass du da warst. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ja? Wer glaubt auch, dass es länger als eine halbe Stunde dauert zur Alster? Eins im Chat. Wer glaubt auch, dass es länger als eine halbe Stunde zur Alster dauert? Eins im Chat jetzt. Leute, eben kurz. Ist es frei? Ah, mach mal. Ich hab irgendwie Angst. Ich habe Angst vor Fremdbakterien. Eins, zwei, zwei. Wir haben auch nur zwei dabei. Ist das noch Hamburg? Keine Ahnung. Kann ich deinen Stream bei der Krankenkasse einreichen? Ja, kannst du auf jeden Fall. Ich gebe dir am Ende des Streams die Schrittzahl mit. Und dann kannst du es abhaken. Du kriegst, pass auf, wir machen so Krugmann. Das ist geil. Das Jahr ist ja noch jung. Wir machen ein Krugmann-Bonusheft. Für alles. A,
hast du dir die Streams angeguckt, kriegst du einen Stempel. B, hast du eine Fahrkarte, kriegst einen Stempel. Wir machen ein monatliches Bonusheft und am Ende des Jahres kannst du das dann einreichen. Wie von der AOK, genauso. Und damit geht dann schön zu Dr. Sylven. Das finde ich gut. Das machen wir genauso. Schönes Bonusheft. Bonusmeilen gehen. Seitdem ich hier gehe, geht es mir richtig gut. Das ist doch schön. Kogler Bonusrabatt. Das ist doch tipptopp. Oder nicht? Chat, was meint ihr? Hä? Und was kriegen wir? Okay, ihr müsst auch was kriegen, das stimmt. Okay, ich bastel was. Ich muss was basteln. Ich muss was machen, wo ich selber viel Zeit für brauche, um euch das zu bauen. Aber es muss verschickbar sein. Vielleicht irgendwie so eine Laubsägearbeit oder so. Ich habe früher mal gerne so Tukane gebaut. So Vögel habe ich gern gebaut. Vielleicht sowas. Also ein ganz kleiner Mini-Tukan mit einer Laubsäge. Wie ist das? Aber nur wenn das Bonusheft voll ist, wird ja auch niemand schaffen. So viele wird es doch nicht geben. Machst du doch eine Handyhalterung für Stativ. Origami-Figuren. Das ist doch eine schöne Idee. Warst du schon im Europa-Park? Nee, da war ich noch nie. Aber ich war im Phantasialand. Seid ihr noch da, Phantasialand? Im Heidepark war ich auch schon mal. Ich möchte gerne mal wieder ins Phantasialand. Europa-Park war ich nicht. Kann ich nicht zu sagen. Tut mir leid. Gar keinen Plan von. Frag doch Lydia, ob sie dir was lastelt. Gibt es dann einmal ein Brötchen umsonst mit deinem Bruder? Das ist ja geil. Das ist geil. Da müsst ihr nach... Okay, das ist gut. Ich mag, wie du denkst. Das würde bedeuten... Wir machen das Krugmann-Bonusheft, wo ihr nach dem Stream Stempel kriegt. Ich weiß nicht genau, wie ihr den Stempel bekommt. Ihr müsst selber abstempeln. Das ist eine Vertrauensgeschichte. Phantasialand am Start. Geil. Und dann könnt ihr nämlich danach mit eurem vollen Bonusheft, einmal im Monat, könnt ihr dann zur Bäckerei Krugmann nach Quakenbrück fahren. Das muss ich mit meinem Bruder noch absprechen. Und dann kriegt ihr dann, ich weiß nicht, ein belegtes Brötchen umsonst oder so. Der macht ja nur Minus. Aber ihr müsst dann natürlich auch was kaufen, damit das die Familie nicht zugrunde geht. Aber das finde ich gut. Das Outdoor Moin Moin geil. Was bitte? Moin Moin ist tot. Geilo. Ja, machen wir. Ist hier schon grün? Ich kann gar nichts sehen. Wo ist die Ampel? Hier. Das liebe Moin Moin, Rip Moin Moin. Ja, wir gehen einfach ein bisschen. Wir müssen rausgehen. Phantasialand ist cool. Ich fahr das Ding Taron. Katapultachterbahn. Ich auch. Manu, ich kann nicht mehr. Das war so geil, als du mit Andi im Heidepark warst. Ja, wir müssen ins Phantasialand. Moin Moin war mit das Beste an RBTV. Hab gerade voll den Lachkram. Ja, ist ja gut. Warte. Ach, das ist einfach schön, hier in Hamburg mit dem Drink rumzulaufen. Man fühlt sich einfach direkt besser. Fühlt sich einfach direkt besser mit so einem kleinen Drink. So kennt man mich. Auf jeden Fall, genauso. Mit einer ganz kleinen Hand. Komm, das ist schon ein guter Stream. Ich glaube, ich gehe nicht richtig, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich habe mich jetzt schon verlaufen. Aber ich bin noch guter Dinge, also egal. Leute gucken schon, ist egal. Muss dazu stehen, wenn man hier so einen Stream macht und geht. Krug hat schon eine rote... Die ganze Zeit saufen. Ist doch klar. Premium, ich weiß, das findet ihr doch gut. Das finden doch alle gut. Der ganze Stream ist wild. Der ganze Stream ist wild, weil ihr einfach jetzt mal rauskommt. Und ihr alle auch sehr nett seid. Ich muss schon sagen, ich krieg das ja auch so ein bisschen mit. Von anderen Leuten. Wenn ich hier so durch die Gegend gehe mit meinem Drink und über das Leben philosophiere und drüber nachdenke, dann muss ich schon sagen, ich bin Gott gesegnet und glücklich, dass ihr da seid alle. Ihr seid so nice. Verstehen Sie? Ihr seid so nice. Und nur mit euch kann man positiv drauf sein. Die Blicke der Leute. Kann ich auch was trinken? Ah,
Ah, das weiß nicht, kommt nichts raus. Ist egal. Wann wird Michael Obermeier von GameStar zum Ehrenmichael Bro gemacht? Okay. Michi Obermeier. Du willst ein Ehrenmichael Bro werden. Will er das überhaupt? Bevor er gemacht werden kann zu einem Ehrenmichael Bro, muss erstmal die Frage geklärt werden, will er es auch werden? Will er das auch werden? Das weiß ich nicht. Das müssen wir erst herausfinden. Solange er das werden möchte, kann man drüber reden. Denn wir sind auf jeden Fall gut drauf hier. Warte, ich brauche was Neues. Best of the best. Ach, das ist einfach nur schön. Will er es oder will er es nicht? Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr auf den Drink. Ein bisschen unangenehm, so lange so ein Drink zu haben. Lass lieber cool aussehen. Oh, das ist Hamburg. City ist hart. Geht's ab. Warum schnaube ich so aus der Nase? Das ist ja ekelhaft. Warte. Ruhig vor President. Das finde ich nicht gut. Nicht lieber was anderes. Hier. Mittagszeit. Mittagszeit, da muss man gut rumlaufen. Hier. Das hat Style. Pizza. Schönes Pizzakostüm. Da raucht die Nase, du Stier. Finde ich auch gut. Ich finde aber zu Hamburg passt eher die Cappy. Oder? Wie wäre dein Wrestlername? Oh. Mein Wrestlername. Ich glaube, mein Wrestlingname wäre Crystal Croc. Crystal Croc. Oder Crogane. Danke. Schon laufen, hat jemand gewartet, ganz nett. Ich glaube Crystal Croc. Kicking Kogi, Kroginator, ne, Crystal, irgendwas mit Crystal. Aber Crystal tatsächlich. Guck mal, ey, voll. Das ist auch zu geil. Voll die Bräune bekommen. Zu krass. Hey, Leute, das ist Hamburg. Dr. Neißenstein ist ein sehr, sehr guter Wrestling-Name. So ist geil. So findet ihr gut. Okay. Jetzt ist kein Filter. Da, so sehe ich halt normal aus. Ja, ihr seid auch echt leicht zu begeistern, Leute. Muss ich schon sagen. Ihr seid sehr leicht zu begeistern. Aber ich verstehe es. Ich wäre auch so leicht zu begeistern. Nee, der Keks ist mir zu groß. Trink mal was. Okay, warte. Dann wird der Filter weg sein. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Was ist hier los? Was haben wir hier? Ach ja, gut. Ist das? Ich glaube, das ist nicht cool. Ich glaube, das ist nicht cool. Das ist cool. Okay, ich trinke mal einen Schluck, Leute. Ich setze aber wieder meine Mütze auf. Das hat mir am besten gefallen. Die Mütze hat mir am besten gefallen. Wo ist es? Wo ist die Mütze? Da. Das hat mir am besten gefallen. Das passt. Schreckliches Glück. Also ich würde sagen, Crystal Croc ist mein Name. Weil Croc ist auch so, also bin ich ein Krokodil, ne? Der Kristall, das, so ein Spiegelkrokodil. So ein schönes Spiegelkrokodil. Schau mal, ob sich schon Pulver unterm Arm abgesetzt hat. Guck mal, das ist richtig schön hier. Guck mal. Dreh mal die Kamera um. Dreh jetzt um. Das ist richtig schön hier. Und Bonusheft als Download oder wie? Das haben wir noch nicht geklärt. Lecker. Es tut immer gut, was zu trinken. Wie ist das Kostüm? Guck mal, ist eine Ente. Wo ist er? Ganz alleine. Guck mal, die ist ganz verlassen. Ist das schon die Alster? Es gehört dazu. Sammy muss los. Wieso musst du denn jetzt los? Ist doch gerade mal Mittag. Ente, Ente, Ente. Das Wasser würde ich nicht trinken. Wirklich nicht? Bei mir gibt es auch gerade ein Holy. Wirklich? Geil. It's Kev Life. Nice.
Kannst du uns mal den Boden des Shakers zeigen? Ja. Das ist der Boden. Es hat sich alles gut aufgelöst. Du wolltest wissen, ob da irgendein Grind ist da unten, ne? Das ist kein Grind. Guck mal. Das ist kein Grind. Ja, Mann, dank dir. Geil. So habe ich dich glücklich gemacht. Wirklich, das freut mich sehr. Das hat mich gerade glücklich gemacht, dass dir das gefallen hat. Das war einfach. Geil. Danke, geil, ey. Du hast in den Boden deiner Trinkflasche gezeigt. Hammer. Das freut mich. Sehr schön. Alter Juwelier. So, Leute, Chat, was wollt ihr haben? Chat, was wollt ihr? Was braucht ihr? Chat, sag schon. Wähle deine Kreation oder Halskette. Wähle deinen Lieblingsanhänger. Welche Halskette wollt ihr haben? Sag schon. Bling, bling. Die für den Chat? Ist doch gut. Ich weiß nicht. Eis. Ihr wollt Eis haben? Keine Ahnung. Hast du doch deine Brille gekauft? Nee. Die hab ich von, wie heißt der Laden nochmal? Hier, Teddy. Bin ich von Teddy. Ich will mir das goldene Preisschild umhängen. Hier riecht es gerade übelst gut nach Sauerkraut und Kartoffelbrei. Eines meiner Leibgerichte, Kartoffelbrei und Sauerkraut, ist etwas, was ich unfassbar lecker finde. Es gibt bestimmt Leute, die sagen, verstehe ich nicht. Okay, dein Problem. Musst du nicht mitgehen? Ich finde Kartoffelbrei und Sauerkraut übelst gut. Ich fühl's, ja, ohne Witz. Das ist ein sehr, sehr leckeres Essen. Witzig, das werde ich gleich kochen, no joke. Schmeckt einfach nur Hammer. Wirklich. Bisschen Sahne drauf. Sahne? Wo drauf? Sahne auf den Kartoffelbrei. Das kann ich mir vorstellen. Aber Sahne auf den Sauerkraut auch nicht, oder? Also auf das Sauerkraut. Ich habe heute eine große Schwäche, richtig zu sprechen. Man merkt, dass ich lange nicht gesprochen habe. Also, doch nicht auf das Sauerkraut, oder? Sauerkraut darauf, da steht es Bauers Braut. Auf Berliner Braut. Baustellen ist es, nochmal, Sauerkraut, darauf steht des Bauers Braut. Auf Berliner Baustellen ist es dauernd laut. Krogiatur ist Beste, die originale Natur aus Krogi-Perspektive. Wir sind hier an, ich habe wieder so eine schön gerade. Hier sind wir an der Streckbrücke. Ein trauriges Kanu wird nicht benutzt. Ist aber nicht schlimm. Ich glaube, ich gleich wirklich an der Alster. Ich gehe jetzt hier rüber. Ich gehe jetzt hier so rüber. Moment. Wieso lang? Chat macht hungrig. Ich weiß ja nicht, wie viele Schritte ich schon habe, aber ich muss ehrlich sagen, hätte ich euch jetzt in meinem Streamingzimmer gehabt, hätten wir nur gesessen, ja, in meinem Studio, dann wäre ich jetzt ein bisschen abgefuckt. Aber wir gehen ja spazieren. Und guck mal, wie schön es ist. Krogi, kann man sich später das VOD angucken? Ja, ihr solltet immer den YouTube-Kanal von mir abonnieren. Da wird es auf jeden Fall das geben. Sonst habe ich ja nichts anzubieten. Ob jemand an die Alster kommt für das Tasting? Ich glaube nicht. Aber ist auch okay. Es sind noch nicht so viele Leute. Machen wir Kartoffelbrei und Sauerkraut mal? Machen wir das mal? Ja, ich hätte auch mal... Ja, klar. Logisch. Alles. Immer flussabwärts. Irgendwann kommst du an. Und eigentlich müssten wir dann nächste Woche an dem Punkt weitermachen, wo wir aufgehört haben. Kochstream mit Krogi. Dauert aus Rostock etwas lang. Heute noch SpongeBob, der mich gerade begleitet. SpongeBob geht neben mir, der alte kleine Schwamm. Guckt euch mal diese Villen an. Das sind hier einfach die perversesten Häuser. Das sind hier die perversesten Häuser. Einfach mit den krassesten Gärten.
ist einfach Hammer. Krogis Kitchen. Ich glaube, dass ihr das nicht wahrhaben wollt, aber ich kann wirklich gut kochen. Ernsthaft. Sehr gut sogar. Glaube ich dir, das ist nett. Holy Energy Probierpack wurde direkt mal bestellt. Teilzeit-Nerd, geile Sache. Dann will ich, oder ich würde mir wünschen, ich kann nicht immer wollen sagen. Man muss nicht immer diese Machtsprache. Was ich mir wünschen würde, Teilzeit-Nerd, dass du uns deine Erfahrung damit schilderst und mir sagst, wie es schmeckt. Was kannst du am besten kochen, beziehungsweise was kochst du am liebsten? Tatsächlich, wo wir gerade davon sprachen, ich finde alle Kartoffelprodukte geil. Kartoffelbrei, Bratkartoffel. Ich glaube, ich mache am allerliebsten so ein ganz easy peasy Spiegelei mit Bratkartoffeln. Das finde ich so hammermäßig geil. Das könnte ich, glaube ich, immer essen. Wirklich, Spiegeleier werden eh von vielen Leuten unterschätzt. Spiegeleier sind der real shit. Da tropft der Zahn. Wie, da tropft der Zahn? Wie war? Herzoginkartoffeln, auch geil. Richtig geil. Herzoginkartoffeln sind auch Hammer. Sind ja so kleine, das ist ja wie so ein Püree, was du in so kleinen Röschen auf dem Blech, wie nennst du das, kredenzt. Und dann in den Backofen schiebst. Sehr, sehr gut. Hunger. Ach, das meinst du mit der tropft der Zahn? Ja, gut. Bratkartoffeln, Speck, ja, alles cool. Muss auch gar kein Speck dran, aber geschmeckt natürlich. Süßkartoffeln, ja oder nein? Ja, mag ich auch gerne. Wie machst du dein Spiegelei? Mit der Spritztüte. Spiegelei bin ich ganz klassisch, einfach eine Pfanne, Deckel drauf, braten. Da mache ich kein Heckmeck. Da mache ich gar keinen Stress. Einfach in die Pfanne rein, Deckel drauf. Deckel ist wichtig und einfach braten. Gehst du zum CSD? Ist gerade CSD oder was? Salz und Pfeffer auf einem frischen Brötchen. Hammergeil. Also du wendest die nicht. Nee, ich wende die nicht. Nee. Was bin ich denn für ein... Ich bin doch kein räudiger Hund. Ich mach so einen Tiegel. Was für ein Tiegel denn? Was ist denn ein Eiertiegel? Bratkartoffeln in Scheiben oder gewürfelt? Nein, in Scheiben natürlich. Erst gekocht. Wichtig ist für mich, jetzt muss ich kurz stehen bleiben. Wichtig ist für mich, dass man die Kartoffeln müssen erst gekocht werden. Das ist sehr, sehr wichtig. Erst die Kartoffeln kochen. Dann in Scheiben schneiden, dicke Scheiben aber. Und dann so richtig in dem heißen Öl krank anfrittieren. Von beiden Seiten. Richtig, richtig anfrittieren. Doch, Spiegeleier wenden, das machen viele. Sunny side up, sunny side down. Gibt's alles. Krubi, gibt's ein Kochbuch von dir? Das wäre das Dümmste. Das wäre wirklich das Dümmste aller Zeiten. Schönes Kochbuch von mir. Nee, ist nicht geplant. Ich möchte dieses Jahr ein bisschen geilere Streams machen. Dicke Scheiben, boah, nee. Die werden kross, glaub mir. Das wird geil. Nicht solche Scheiben, nicht Kartoffelscheiben. Aber die werden geil, glaub mir, die werden Hammer. Mit Bildern, ja klar. Noch geil, nee, die Streams werden krass. Einfach, weil ich möchte dieses Jahr die Stärken meiner Streams ausbauen. Was sind die Stärken meiner Streams? A, mit Leuten was machen. Das finden immer Leute gut. Ich möchte auch gerne mehr Musiker bei mir im Studio haben. Letztes Jahr die Sendung mit Rupert Keplinger, die war super gut. Oder auch das Jahr davor mit Elsie von Saltatio Mortis, Rupert Keplinger von Universum 25 oder Eisbrecher oder Antitype. Das hat einfach richtig Spaß gemacht. Genauso was möchte ich machen. Genauso diese Autofahrten. Ich erinnere an die Geschichte mit Electric Cowboy im letzten Jahr. Das war einfach nur geil. Ein bisschen was mit Jared machen. Ich möchte was mit Leuten machen und raus. Und natürlich auch zocken und Co. Aber das möchte ich nicht so als Hauptsteckenpferd sehen. Und die Drumstreams sollen geiler werden. Ja? Die Drumstreams sollen noch geiler werden. Ich habe jetzt schon so eine bewegte Cam auf so einem Slider. Weil das hat mich auch gestört, dass das so starr war. Aber das soll alles ein bisschen schöner werden. Versteht ihr, was ich meine? Wird's auch. Music. Schönen Montag, wünsche ich dir auch, Niro. Jetzt gucken wir erstmal gleich hier runter. Es ist wirklich schon sehr schön. Wir sind nämlich quasi angekommen. Und es ging schneller als die halbe Stunde.
Amy, grüß dich, hallo. Bestes Wetter, es ist wirklich gerade sehr schön. Ich bin froh, dass wir rausgegangen sind. Es ist sehr angenehm. Kommen gerade ein paar Autos, ich muss auf jeden Fall mal rüber. Unsere Streams sollen schöner werden. Unsere Streams sollen schöner werden. Sachen mit Andi und Walle auch immer geil. Auf jeden Fall, frische Brille. Dankeschön. Jetzt gehen wir mal rüber. So, jetzt zeige ich euch mal genau, wo ich bin, weil es hier wirklich traumhaft schön ist. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Pass auf. Achtung. Ach, ist herrlich. Bam. Geil, oder? Nee, das ist die Außenalster. So. Was können wir sehen? Können wir da irgendwas erkennen? Nicht wirklich, ne? Müssen noch ein bisschen gehen. Kann man da schwimmen? Also warum sollte man nicht schwimmen können? Was ist das für eine Frage? War die Frage, ist es erlaubt, da drin zu baden? Das ist eine andere Frage. Kann man da schwimmen, muss ich mit Ja beantworten. Hallo Timo, muss los. Hallo Timo, es ist hier ein super Tag. Schön, dass du reingeschaltet hast. Ich finde es immer stark, wenn Leute hier reinschreiben, dass sie eine gute Zeit haben bei den Streams oder bei den Sachen, die wir gemeinsam so machen oder wo ihr mich seht. Das finde ich immer schön, das hast du getan. Dementsprechend habe ich sofort gemerkt, wer du bist. Und dementsprechend wünsche ich dir einen super Tag. Also Dankeschön. Ja, tschüssi. Heißt, wir werden deine 7-Sterne-Küche nicht sehen. Sieht wirklich schön aus. Ohne fließendes Gewässer in der Nähe kann ich nicht leben. Mal mit dem Ruderboot unterwegs sein, könnte ich mir im Chat auch... Das können wir auch gut machen. Das können wir auch sehr gut machen. Chat, wie spät haben wir es jetzt? Ist schon 1? Haben wir schon 1 Uhr? Mein Stream wollte ich so bis 14 Uhr machen. 12.37 Uhr. So bis 14 Uhr habe ich Bock zu streamen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Dann bin ich auch gut marschiert. Ja? Finde ich gut. Wir sind hier gerade... Oh, hier ist ein schöner Hund. Nimm mit. So, jetzt kommt was. Das ist das deutscheste Schild, was ihr heute sehen werdet. Bitte beachten Sie im Interesse aller das Verbot, im Alstervorland Rad zu fahren. Digga, atma. Ja. Gut. Ja, nichts machen. So. Hin. Da. Hier wird Sport gemacht. Mutprobe. Ja, gib mir ein Fahrrad. Das ist für mich keine Mut. Gib mir ein Fahrrad, dann wird dir sofort gecruised. Sind wir aber richtig geil. Haben wir auch ein bisschen. Haben wir auch trainieren, Chat? Was haben wir denn hier Geiles? Was gibt's hier für geile Übung? Ich muss mal lesen. Was haben wir hier? Beine? Nur 1? Lame? Was haben wir hier? Brust? Ja, das ist doch geil. Unterer Rücken. Rücken? Ja, ich bin jetzt nicht in der Kleidung dafür, aber eigentlich ist das schon geil. Dimension. Übung Dimension. Das sieht mir... Ja. Partnertraining. Auch. Ich fühle den unteren Rücken sehr. Diese Übung ist einfach halten, ne? Je nach Schwierigkeit positionieren Sie Ihre Füße und nehmen in Bauchlage auf der Bank Position ein. Die Hände halten Sie am Kopf. Richten Sie den Blick nach unten. Das ist doch geil. Was hier abgeht, ey. Hammer. Du bist richtig trainiert. Killer. Killer, ey. Ich finde die Übung nicht so pralle. Wieso?
Ich werde richtig abtrainiert, ey. Richtig Training. Ist doch geil. Was genau ist das? Willst du mich verarschen, Hachi? Was genau ist das? Das ist ein Trimm-Dich-Fahrt. Kennst du kein, das ist kein echter Trimm-Dich-Fahrt, aber wer von euch kennt einen Trimm-Dich-Fahrt noch? In meiner Jugend, ja, sag ich euch ganz ehrlich, da sind wir in den Wald gefahren und natürlich gab es dann Trimm-Dich-Fahrt. Und da ist man an die Stange gegangen. Das hat man ausprobiert. Na klar. So, Hachi, das ist einfach, das sind Sportgeräte für draußen. Da kannst du draußen Sport machen. Das einfach nie gehört. Das ist doch geil. Ich komme aus dem Osten. Im Osten habt ihr. Wollt ihr mich verarschen? Im Osten gibt es auch Straßen und Fichten. Da gibt es auch Pinien. Guck, hast du irgendwas verändert? Neue Schuhe? Was soll ich werden? Ich bin vielleicht über die Weihnachtstage ein bisschen dicker geworden, ehrlich gesagt. Aber sonst habe ich nichts verändert. Ich habe Schuhe angezogen. Das sind meine dicken Vans. Falls du das meinst. Aber das habe ich sonst nicht verändert. Muss man wieder ein bisschen abspecken. Wirklich. Aber ich habe das nicht als Vorsatz genommen, weil ist mir eigentlich auch nicht so wichtig. Die Wintervans. Ist mir auch nicht so wichtig, jetzt mal ganz ehrlich. Das heißt bei uns Vita-Parcours. Wie war's zock mit deinem Neffen? Ja, super. Aber sowas nicht. Und meine Kleinstadt, in der ich aufgewachsen war, hatte vor allem noch immer mit Wiederaufbau zu tun. Ja, aber du hast doch schon mal draußen Sport gemacht, oder nicht? So, ist das hier rutschig? Nee, oder? Nö, geht. So, zwei Enten haben wir da. Wo sind sie? Guck mal, schon wieder zwei schöne Enten. Die Holzplanken sind immer rutschig. Das sind keine Enten. Was sind das denn für Tiere? Wenn das keine Enten sind? Chat, sagt's mal. Das sind Blässhühner. Okay. Das weißt du also. Du kennst keinen Trimm-Dich-Fahrt, aber weißt, dass das Blässhühner sind, ja? Ich glaube dir nicht. Für mich sind das Enten. Blässhuhnenten. Gott bless du Huhnenten. Jeder hat sein Fachwissen. Das ist richtig. So. Dann kommt mal in den Topf jetzt. Kommt jetzt rein. Komm, ist doch schön. Ist doch beruhigt. Das beruhigt mich. Oder? Die sind richtig schnell. Guck mal, die haben fast eine Ente aufgespießt. Guck mal, die Ente da. Die haben sich fast gespalten. Börsi, vielen Dank. Ganz freundlich von dir. So, weiter geht's. Es war eine Möwe. Nee, Möwe war es nicht. So viel kann ich euch sagen. Wir sind den Enten gut. Oh, jetzt haben wir es verpasst. Da gibt es Entenstress. Ist das Paarung? Haben wir eine Live-Paarung im Stream? Entenbeef. Ja, stimmt, die eine haut ab. Die kloppen sich. Ja, komm zu mir. Die andere kommt auch jetzt. Die mögen sich doch, ne? Streiten sich? Nee, Brot gebe ich denen auch nicht. Darf man nicht. Brot ist verboten. Kleine Mini-Rehe kriegen die. Das ist der Content, für den ich bezahlt habe. Exakt. Dankeschön, Ghoster. Oh, abgetaucht. Schön. Also wer findet das nicht schlecht?
Dann Nüsse werden. Nüsse hätte ich dabei. Nüsse können, aber können Enten Nüsse, was passiert bei Nüssen? Wer von euch ist Ornithologe, Ornithologin und kann mir sagen, was passiert, wenn eine Ente eine Nuss futtert? Kann sie das? Mag sie das? Was passiert dann? Chat ist Enten-Sachverständiger. Das finde ich gut. Nüsse haben Fett und Fett ist gesund. Ich habe Entologie studiert. Kann nicht schlimmer sein als Brot. Ja, dann ist es aber vielleicht auch nicht besser. Wenn es genauso ist, dann will ich es auch nicht machen. Dann ist es auch blöd. Hier eine ganz kleine Maske, das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Jetzt eine kleine, ganz kleine Maske. Was doch witziger. Wer ist das? Steht da nicht? Doch, da steht was. Ritzhoff. Dem Unbesiegbaren. Das ist creepy, nein. Enten essen sogar Schnecken. Ja, aber essen die auch hier Nüsse? Das ist die Frage. Die Schnecken essen ist mir egal. Ob die Nüsse mögen. Der Jute Ritzenhoff mit seinen Gläsern. Man kennt ihn. Nüsse gehen, sollten aber klein gemacht sein. Das kann ich machen. So, hier sind Tiere hier. Die sind aber laut. Das sind Möwen. Sterben nach kurzer Zeit. Besser als Krähen, schreibt ihr. Seid ihr da alle der Meinung? Die sind aber sehr laut. Ich weiß nicht genau, ob ich Möwen besser finde als Krähen. Kann ich euch wirklich nicht sagen. Guck mal, da leben die Krähen und die Möwen im Einklang. Die snacken Würmers. Ja. Krähen sind schon nice. Aber gut, lass uns die mal kurz beobachten. Jetzt da will ich einen Snack. Hier die Krähe da hinten, die futtert was. Die Möwen schnallen das nicht. Die sind ein bisschen dumm. Ich finde beide cool. Krähen sind doch mega geil. Chat, ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich finde Krähen cooler als Möwen, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich finde Möwen relativ lame. Wobei ich denen jetzt auch wahrscheinlich Unrecht tue. Es gibt auch coole Möwen. Aber Möwen relativ lame. Krähen sind halt auch intelligenter. Was ist der Unterschied zwischen Raben und Krähen? Oh, es gibt, glaube ich, ganz viele Arten. Ich glaube, das wird jetzt zu speziell. In Kanada gab es auf jeden Fall so Riesen. Krähen, so ganz riesig. Und die haben dann im Urwald gelebt und haben die absurdesten Geräusche gemacht. Wirklich absolut, absolut absurde Viecher. Fand ich richtig gut. War das gerade ein Hund? Nein. Das war ein Otter. Oh, jetzt fliegen alle weg. Wo geht's hin? Jetzt, siehst du, jetzt haben die Stress. Jetzt wollen die angreifen, weil sie wissen, ich habe gesagt, ich fand Krähen cooler. Jetzt wollen die alle angreifen. Jetzt formieren die sich. Richtung Sonne. Jetzt fliegen die alle in die Sonne. Das kann sein. Naja, gut. Boah, nice. Ist auch nice. Es ist schön. Es ist hier überall richtig schön. Allerdings riecht es hier ein bisschen modrig. Da sind so modrige Möwen. Ich weiß nicht, warum das hier so modrig riecht. Also es riecht hier nicht nach... Es riecht einfach nach altem Wasser. Einfach sehr modrig. Ich habe gegoogelt, Erdnüsse sind oft in Entenfutter aus der Tierhandlung. Okay. Also müsste es mit den Nüssen gehen, meinst du? Dass man Nüsse an Enten füttern dürfte? Aber es zerkleinert, ne? Bisschen klein gemacht.
Ich meine, Meisen finden das auch geil. Bei denen ist ja auch klar. Aber was ist denn das, die Hauptnahrung von Enten so in der Natur? Schnecken, habe ich gehört. Und futtern die auch irgendwie viel Pflanzen? Algen? Wahrscheinlich, ne? Muss ja. Irgendwann können die ganze Zeit Schnecken essen. Die Feinschmecker. Schlickpflanzen. Okay. Schlickpflanzen. Ich dachte Algen und so Wasserpflanzen. Was? Entenflott. Was ist denn Entenflott? Noch nie gehört. Hört sich aber witzig an. Hört sich wirklich schön an. Schönstes Entenflott. Leute, wie findet ihr die Idee, dass wir einmal in der Woche so einen Ausflug machen? Also wir machen einmal Drumming fix und ich würde gern einen Studio-Stream machen, so Zocken und so ein Zeugs. Und auf jeden Fall einmal so einen Ausflug. Das wäre so mein Plan. Und dann gerne was noch hinzukommt, aber das so als verbindlich. Ich brauche noch mal so ein bisschen von euch Feedback. Super. IRL ist der Shit. Ja, es gucken auch wirklich gut Leute zu, ne? Sind jetzt gerade schon über 500 Leute. Das finde ich nicht schlecht für meinen Dulli-Stream. Das freut mich. Klassenausflug. Claire schreibt auch eine 1. Und Claire muss es ja wissen. Sayo. Claire muss es wissen. Wenn du rausgehst, muss ich es nicht tun. Ja, ich habe gedacht, das ist schon mal ein guter Anfang, ein bisschen zu gehen. So für die Verfassung. Wisst ihr, was ich meine? Mal rausgehen, einmal am Tag rausgehen. Das ist gut für den Kopf. Und wenn wir doch eh streamen, dann kann ich euch doch auch mitnehmen. Und dann gehe ich einfach ein bisschen spazieren. Ich dachte, das ist eine gute Sache. Ehrlich gesagt. Es ist sehr inspirierend. Es ist inspirierend, was hier passiert. Das ist schön. Das hier ist inspirierend. Klingt gut, aber noch. Eichhörnchen, wir finden mindestens 20 Hunde. Oder wir suchen die Kinder mit ihren starken Drachen. Naja, gut. Interessant. Wen haben wir hier? Gerhard Brandes. Drachenkinder. Sogenannte Drachenkinder, das stimmt. Schönste Drachenkinder? Sieht aus, als würde sie eine Zwille haben, ne? Als würde sie mit einer Zwille schießen wollen. Komm nur mal nach Baden-Württemberg. Hier auf dem Dorf geht nicht viel ab. Schön Bronze. Ja, weiß man nicht. Kann sein. Ich weiß es auch nicht. Ist das Bronze? Kann sein. Kann Bronze. Ich weiß es nicht genau. So, gehen wir über die enge Brücke hier. Kleines Nadelöhr. Das ist die Alster, ja. Ich bin an der Außenalster. Schon die ganze Zeit, Leute. Dann Brille und Hut als Merch. Das kann nicht mehr so lange dauern. Jedes Mal eine andere Hamburger Ecke erkunden. Ja, das ist doch easy. Ich meine, wir müssten auch schon ein paar Schritte zusammenbekommen haben. Der Stream läuft ja 2 Stunden und 8 Minuten. Wir haben schon die Holi-Verköstigung gemacht. Beziehungsweise 2 Drinks habe ich fertig gemacht. Für alle Leute, die neu dazugekommen sind. Ich bin sehr glücklich, denn ab heute habe ich, also eigentlich seit Januar, habe ich Holy Energy Drinks als Partner am Start. Und das freut mich sehr, weil ich so geil finde, dass es Leute gibt, Firmen gibt, die sagen, ey, es ist nice, deine Streams zu supporten. Und ich habe keinen Bock, immer Kaffee zu saufen, wo ich das auch sehr gerne mag. Und irgendwann werde ich wahrscheinlich wieder eine Phase haben, wo ich nur Kaffee trinke. Ich weiß es jetzt schon. Aber es ist gerade eine ganz gute Alternative, um so ein bisschen in Schwung zu kommen. Und deswegen freue ich mich über den Support. Holy moly. Hast du einen Schrittzähler? Ja, ja, klar. Ich habe eine Uhr um. Kann ich da schon mal drauf gucken? Warte. Ich guck mal, wie viel wir schon haben. Wir haben schon, Chat, Achtung. Wir haben schon. Wir haben schon 12.055 Schritte. 12.055. Man kann sich im Tierheim für Gassi-Runden anmelden. Das ist auch gut. Gassi-Runde im Tierheim. Das ist auch geil. 12k, nicht schlecht. Ja, da freut sich die Krankenkasse. Ey, man muss auch wirklich sich ein bisschen bewegen. Das dachte ich, das ist wirklich ganz gut, mit euch das zu machen. Dann ist das nicht so nervig. Wisst ihr? Aber hier schön aus. Das zeige ich euch mal ganz kurz.
Nee, ich glaube 3 bis 4 Kilometer kommst du mit 12.000 Schritten nicht. Das sind eher so 8. 7. Sagen wir 7 Schritte. 7 Kilometer. 6 bis 7 würde ich sagen. Hallo Timo kann leider nicht so lange schauen. Oh, Timo hat nur mobile Daten. Oh, das tut mir leid. Das tut mir leid. Und da müssen wir irgendwas machen. Können wir nicht irgendwie sammeln für dich? Hallo Timo hat kein Internet, kann nicht gucken. Das macht mich ganz traurig. Wie können wir dir mobile Daten schenken? Wie teuer ist ein mobile Datenpaket bei dir, Hallo Timo? Schreib mal kurz rein, wie kriegst du das hin mit mobile Daten? Ich möchte dir irgendwie ein mobile Datenpaket schenken. Ich weiß auch nicht, irgendwie tut mir das gerade leid. Sag mal Hallo Timo. Ich möchte kein Geschenk von ein. Okay, sorry, dude. Aber so, ist das hier eine Challenge? Fest ist es schon mal. Ja, okay, das ist easy. Das muss ich auch nicht weiter machen. Und mit Challenge meine ich natürlich, ist das was für mich. Challenge mich das selber. Gibt's aber nicht. Ist zu lame. Das ist zu lame. Gib mir ein Seil. Ja, okay, Timo, dann wünsche ich dir trotzdem, dass du irgendwie eine Lösung findest für dein Internetproblem. Und es war nur nett gemeint. Es tat mir ein bisschen leid. Aber wenn du nicht möchtest, möchtest du nicht. Kann man nichts machen. Ohne Seil. Ich schaue auf 160p, um Daten zu sparen. Siehst du ja nichts. Das ist ja ein Podcast. Amy, jetzt mal ehrlich, mach mal einen Screenshot, was du siehst. Das ist ja wohl gar nichts, oder? 160p. Warum keine echte Prinz Heinrich Mütze? Weil das auch geil ist. Wir sind hier in Hamburg. Da muss man ein bisschen representen. Versteht ihr das? Natürlich versteht ihr das. Ihr versteht alles, was ich sage. Ihr seid gut drauf. Ich bin offen für Geschenke. Ja, du hast aber alles. Ist das nicht schon bei 360p übelst unerkennbar? Ich streame, glaube ich, gerade mit 720p. Dementsprechend geht das auch mit meinem Handy ganz gut. Auf 1080 kriege ich es auch nicht gut sauber raus, aber 720 solltet ihr eigentlich wenig Unterbrechung haben, oder? Audio only. Oder Chat? Also kurzes Feedback, Frage an euch. Ist die Verbindung okay? Ja, oder? Mit 720p ist es doch eigentlich astrein. Und von der Qualität, ja klar, es wird ein bisschen artefaktig sein, wird ein bisschen krassig. Aber ihr wisst schon, wo ich bin, also passt schon, ne? Quali super, Knorke. Ja, Shoutout nochmal an Ronny Berger, der mir einfach gesagt hat, wie das geht. Ja, nur wenn du die Perspektive wechselst. Du willst nicht mehr mich sehen, ne? Later than me. Du willst ja nach außen als du alles sehen. Bei mir ruckelt die Grafik. Da hüpfen keine Artefakte rum. Gar nicht? Cool. Ja, ich bin hier nach wie vor in der Alster. Und ich finde es hier wirklich auch sehr, sehr entspannt. Es ist auch nicht so viel los, was ich begrüße. Und zwar haben wir hier 15 GB habe ich in einem Monat. Deshalb gucke ich meistens 160 bis 360p, damit ich mit meinem Datenvolumen hinkomme. Aber ist alles okay für mich, ja, ist doch gut. Grüße, Just Fipsi, hallo. Ein bisschen mehr sehen. Da ist die City, da ist die Innenstadt. Da ist das Hotel Atlantik, das mit dem grünen Dach. Dann ist da irgendwo Bahnhof, keine Ahnung, bla bla bla, Baustellen, da hinten ist das die Munzburg-Türme, kennt man auch. Aber die Leute verteilen sich echt gut in Hamburg, ja voll. Ich finde es hier sehr angenehm. Moin moin. So, ich trinke noch mal einen Schluck, wo ich gerade hier eine Pause mache. Denn Trinken ist gut. Trinken ist gut für mich. Würde ich durchdrehen mit so wenig Datenvolumen, allein schon mit Spotify. Wieso 15 GB ist doch nicht wenig? Nur mobile Daten ist doch überhaupt kein Problem. Oder bin ich jetzt komplett Banane? Vielleicht bin ich auch doof. Schöne echte Brille. Ja, ich weiß. Ich dachte, das ist der unique point von meinem Stream. Ein bisschen
Reicht für ein paar Stunden? Bist du glücklich in der modernen Welt, Chat? Antworte jetzt. Richtige Ludenbrille. Ja, ist Hamburg. Du musst mit dem Trend gehen in Hamburg. Der Trend war schon immer da. So, wir könnten doch eigentlich auch auf so eine Alsterfähre, oder? Ja, auf jeden Fall, ich muss mir irgendwo... Ich habe das schon, ich habe keine Maske. Man braucht ja bei den öffentlichen Verkehrsmitteln in Hamburg noch eine Maske. Und jetzt möchte ich auch nicht mit euch besprechen, ob das gut oder schlecht ist. Das thematisieren wir jetzt nicht, sondern ich brauche einfach eine und ich habe keine. Dementsprechend kann ich die nicht nutzen, die öffentlichen Verkehrsmittel. Also müssen wir anders uns bewegen. Alsterdorfer fahren ist geil, aber da wird wahrscheinlich auch Maskenpflicht sein. Also wir haben noch viel vor, die nächsten Streams. Aber lass uns das mal sammeln. Wir wollen ins Planetarium, wir wollen einen Alsterdampfer fahren. Ich würde auch gerne hier ins Aquarium mal fahren. Hier Hagenbecks Tierpark ins Aquarium. Da würde ich gerne mal rein. Und da mal streamen. Ich gucke mir doch so gerne Fische an. Steht das nicht draußen dran? Ja. Da wird stehen, du brauchst eine Maske. Du hattest, was hatte ich? Du wolltest doch vorhin ein paar, du hattest doch vorhin ein paar auf. Maxe. Apotheken verkaufen das. Wenn du eine Maske anhast und in der Bahn auf Stroh liegt, würde ich nicht einsteigen. Wenn du allein in der Fähre bist, brauchst du keine. Nee, das, ich weiß, das mache ich aber nicht. Wenn die eins, ohne, ich hasse es, wenn Leute, also wie ihr mir das gerade einredet, wenn ich so sein, das, ich hasse das. Wenn das die Spielregeln sind und da können die Leute da auch nichts für, dann habe ich eine Maske zu tragen. Dann gibt es auch keine Sonderregeln. Dann will ich da auch nicht der blöde Typ sein, mit dem man diskutieren muss. Dann ist das vollkommen klar und dann trage ich die. Und ob das sinnig ist oder nicht, ist mir dann auch egal, weil das so festgelegt wurde. Man muss auch mal manche Sachen einfach machen. So, und dementsprechend geht das jetzt nicht. Versteht ihr? So, das ist einfach alles. Hallo Timo Musch schon wieder, alles klar. Ey, hau rein. Genau, die Leute haben da auch, da hat keiner hat Bock drauf, irgendwas zu sagen. Aber was soll ich denn da jetzt als einfach nur, Mann, die Welt dreht sich nicht um mich, Leute. Das ist einfach, man, wie schon Vito sagte, man ist einer von Milliarden Ärschen auf der Welt. Und so muss man es auch einfach verstehen. So. Eigentlich bräuchte ich noch Geld, ich wollte eigentlich noch Kleingeld mitnehmen. Habe ich aber gar nicht. Ich wollte Kleingeld dabei haben, weil ich eigentlich noch jemandem bis hier Obdachlosen einen Euro geben wollte. Ehrlich gesagt. Oder zwei, drei. Aber ich habe das vergessen. Ich brauche noch irgendwie Kleingeld. Das ist mir wichtig. Ich wollte noch zumindest eine kleine gute Tat irgendwie im Stream machen. Ich habe gedacht, wenn man schon raus ist, dann muss man auch als Zielsetzung haben, dass man zumindest eine kleine gute Tat macht. So. Das muss irgendwie heute noch drin sein. Also, gut, dann haben wir jetzt ein Ziel. Dann gehen wir in die Stadt, gehen zu einem Bankautomaten oder zu einem Laden. Dann gehen zu einem Bankautomaten, holen ein bisschen Geld, gehen damit einkaufen, damit ich Kleingeld bekomme. Und dann geben wir ein bisschen Kleingeld ab. Ja? Das ist, glaube ich, mein Plan für heute. Und dann ist, glaube ich, auch 14 Uhr, dann haben wir, glaube ich, alles geschafft, was man schaffen kann. Was haltet ihr von der Idee? Ich finde, das ist ein schöner Plan. Masken, ich will keine Maske aus, was willst du? Ich will keine Maske aus der Apotheke holen. Ja, findest du nicht, wer findet das nicht gut? Ich finde, das kann man mal machen. Ja, what? Ja, gut, musst du wissen. Ich finde das. Gut, ist auch. Ich muss es ja auch entscheiden. Kommt man sich eigentlich komisch vor, wenn man mit Handy rumrennt? Ja, aber ist mir egal. Ey, klar, man kommt sich komplett Banane vor. Aber wisst ihr was? In gewisser Weise ist das ja auch so ein bisschen den Job, den ich mir gerade ausgesucht habe. Und wenn das Manko daran ist, dass ich gerade mit über 500 Leuten in der Hand durch die Gegend laufe und die mir beim Spazieren zugucken
und ich das gerade Teil meines Jobs irgendwie nennen kann, dann akzeptiere ich auch, weil ich Gott sei Dank so viel Selbstbewusstsein habe, dass die Leute mich angucken, wenn ich mit dem Handy durch die Gegend laufe. Es ist mir wirklich egal. Ey, wirklich, das ist mir kackegal. Sollen, also, was soll denn, dann gucken sie halt, na und? Die meisten sind doch einfach nur nice. Heutzutage ist nichts mehr komisch. Ja, ich find's, also ich bin schon vorsichtig und hab keine Lust, einfach Leute so zu filmen, dass sie das nervt oder so, ne? Weil ich das selber auch nicht wollen würde. Ich find das schon wichtig, dass Leute nicht einfach so gefilmt werden, so stalkermäßig oder Privatsphäre, dass sie beschnitten wird. Das finde ich schon, das finde ich wirklich super uncool. Aber die meisten Leute sind doch eh entspannt und denen ist es auch egal. Also jetzt mal ehrlich. So, das ist meine ausführliche Antwort dazu, Amy. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Richtig und richtig. Sie haben mir ins Gesicht gefilmt. Nee, ich finde das einfach nicht cool. Also ich finde es einfach irgendwie ungeil aus der Ferne. Also, sagen wir es mal so. Wenn jetzt hier vorne jemand steht und angelt, oder der Dude hier, ja, der macht gerade Laubsägearbeiten. Habe ich gerade Laubsäge gesagt, war auch richtig dumm. Der hat Laubpustearbeiten, macht er. So, wenn ich den einmal drauf zeige, finde ich das nicht so schlimm, weil ihr den eh nicht erkannt habt. So, aber wenn du jetzt wirklich lange auf einer Person bleibst und die verfolgst, dann finde ich das oberungeil. Die alte Laubsäge. Er sägt das Laub. Aber es gibt halt die Laubsäge. Es gibt eine schöne... Vielleicht machen wir einfach... Ey, wenn ihr das Krogmann-Abo-Heft habt, ja? Das war Onkel Erwin. Dann mache ich eine schöne Laubsägearbeit. Eine schöne... Die allerschönste... Schön. Wenn das Laub mal wieder größer ist als die Tonne, dann muss die alte Laubsäge ran. Schön ausschneidet, Stream. Aber ich glaube, das ist richtig nervig. Ich glaube, das ist so ein richtig nerviger Sound. Mit der Laubsäge, wenn du dann das Sperrholz sägst. Ich glaube, das ist nicht... Oh, ich glaube, das hört sich furchtbar an. Ah, das ist, glaube ich, furchtbar. Kann ich mir vorstellen. Laubblasen und Glassägen. Und beim Glasbläser wäre ich auch gern bei. Ich habe da, glaube ich... Ich glaube, ich würde in Gefahr laufen, diesen lecker aussehenden Glasblob anzufassen. Um mich dann höllisch zu verbrennen. Oder es zu essen, weil ich finde, das sieht aus wie so ganz leckere, glühende Bonbons. Oder? Findet ihr nicht auch? Glühendes Glas, das sieht so flüssiges Magma, so süß und lecker sieht das aus. Ah, da möchte ich immer reinkauen. Und dann ist halt die ganze, dann bist du Two-Face. Dann ist halt das Gesicht weg. Aber lecker. Wir haben mal beim Glasbläser gedreht. Ich stelle mir da immer vor, was passiert, wenn die beim Glasblasen aus den einatmen. Ich glaube, nichts. Krogi, zeig mal deine Schuhe bitte. Meine Schuhe sind nicht am Quietschen, das ist hier die Schulter. Ich kann dir trotzdem die Schuhe gern zeigen. Das ist... So, das sind meine Schuhe. Zufrieden? Was ist denn los? Was ist los? Was ist los? Leute, ihr könnt das Konsulat kaufen. Das wird jetzt vermietet. Das amerikanische Konsulat ist raus seit letztem Jahr. Und seitdem ist auch die Straße wieder auf. Hier wird nichts mehr gesichert. Und ihr könnt es mieten. Also wer von euch ein eigenes Konsulat aufmachen möchte, kann das Hamburger Weiße Haus mieten. Wird jetzt inseriert. Und macht das mal. Ich würde gerne Leute kennen, die das Hamburger Konsulat gemietet haben. Wer soll das bezahlen? Ich weiß auch gar nicht, was das kostet. Ich weiß nicht, was das kostet. Aber das ist jetzt abgegeben. Die amerikanische Botschaft hat gesagt, das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr, das ist Abfall für uns. Weil ich glaube, das amerikanische Konsulat ist jetzt in der Hafen City
bei den Rich Kids. Wahrscheinlich sind das auch hier, wie heißt der? Wer ist die Schlagersängerin noch eben? Sag mal, Chat, Chris Taxi eben. Die eine Schlagersängerin. Bei Helene Fischer. Ich glaube, die sind jetzt in der Hut von Helene Fischer. Das amerikanische Konsulat. Andrea Berg. Nix. Andrea Berg ist es nicht. Okay. Naja, auf jeden Fall sind sie jetzt hier raus. Und deswegen könnt ihr euch das gönnen. Ein sehr schöner Efeubaum. Herrlich. Herrlich, wie das Efeu. Efeu eine sehr schöne Symbiose mit der Eiche eingeht. Ist natürlich keine Eiche. Ist eine Weide, Leute. Keine Eiche ist so krumm. Ist eine Weide. Efeu und Weiden. Gleich Liebe. Die Symbiose, der frisst sie doch auf. Doch, das ist Symbiose. Efeu und die Weide, die freuen sich. Das ist so eine. Kann man schon machen, aber wer macht da sauber? Ja, es sind viele Räume. Staub kommt schnell, ne? Man wundert sich immer, wie schnell der Staub kommt. Staub kommt immer ganz schnell ran in die Ritzen. Wirklich. Die Weide ist nur so groß, dass sie es nicht stört. Ja, das ist richtig. Ich und mein Bandwurm. Beste Symbiose aller Zeiten. Größte Liebe. Bandwurmliebe. Bei Symbiosen wird... Leute, ihr seid doch jetzt... Ihr kennt doch noch ein bisschen Ironie. Guck mal, wenn ich jetzt so spreche, erkennt ihr nicht an meinem Wortfall die Ironie, wenn ich jetzt schreiben würde? Wenn ich jetzt einfach wie auf ChatCity24, wenn ich einfach so ein Chatbot wäre und euch antworte, ja? Dann verstehe ich, wenn ihr keine Ironie versteht. Aber so, wenn ich doch rede, müsst ihr das doch verstehen. Nein! Okay, alles klar. Finde ich gut. Die Ironie, dachte ich, war die Eiche. Das war eine Doppelironie. Die Eiche war die Ironie. Und auch die Symbiose. Denn jeder weiß, Efeu ist nur gut im Hustensaft. Wie heißt der Hustensaft mit Efeu, Leute? Jetzt machen wir mal eine schöne Arzneiwerbung. Ist das erlaubt auf Twitch? Sag schon. Der gute Hustensaft mit dem Efeu drin. No, doch gibt's wirklich, das ist lecker. Bitte, ihr sollt kein Efeu essen, es gibt Hustensaft mit Efeu. Prospan, dankeschön. Bester Hustensaft. Ist richtig geil. Hier, das ist ein geiler Name. Das ist ein geiler Name. Ruderclub Favorite Harmonia. Ja. Ich esse jetzt mein Efeu, verdammt. Ihr esst kein Efeu. Ihr habt es nicht hier gehört. Niemand wird Efeu futtern. Prospan könnt ihr euch geben. Super Hustensaft. Lecker. Einfach lecker. Und bringt was bei Erkältungssymptomen. Bringt eine Menge. Wie spät haben wir? Es braucht eine Uhrzeit, Leute. Einmal durchgeben im Chat. Okay, ich habe noch 45 Minuten, um Kleingeld zu bekommen und eine gute Tat zu absolvieren. Eis essen. Man kann mit Efeu waschen. Ja, das stimmt. Kannst aber auch deine Erkältungssymptome damit wegkriegen. Mit Prospan. Ich sag's nochmal. So, wir gehen jetzt ins Moloch. Wir gehen jetzt in die City rein. So ein Geldautomat, dann kaufe ich mir ein Käsebrötchen und Wechselgeld wird gespendet. Ja? Chat, das ist der Plan. Wiederholt das bitte eben, damit ich weiß, dass ihr aufgepasst habt. Ist alles prüfungsrelevant. Wirklich. Efeu ist eine invasive Pflanze. Du gehst zum Wechselgeld und spendest das Moloch. Jo, Käsebrötchen. Warst du am Samstag in der Stadt? Altona ist aus allen Nähten geplatzt. Nein, natürlich nicht. Prüfungsrelevant. Bin ich froh, dass das rum ist. Ja, alles ist prüfungsrelevant. So. Fährt in die City. Fährt rein hier. Was war denn in Altona? War da eine Demonstration?
Was war da los? Casino? Aber jetzt Casino, ist ja auch geil. Aber wisst ihr was? Also eine Sache sage ich euch. Casino-Streams hin und her. Ja? Echtes Casino hin und her. Automaten hin und her. Ich wäre der Erste, der richtig süchtig wäre. Ich sag's euch wirklich. Ich wäre der Erste, der richtig süchtig wäre nach dem ganzen Scheiß. Deswegen muss ich persönlich mir sagen, einen großen Abstand machen. Großen Abstand rumnehmen, das geht nicht klar. Derek schreibt, in Altona war am Samstag viel los. Keine Ahnung warum. Die Cafés waren einfach überfüllt. Passiert. Gute Einstellung. Rubbellose. Mein Bruder will jetzt in seinem Café, also mein Bruder hat mehrere, also er hat ein Café und er hat einen Kiosk, ja? Und im Kiosk wird es jetzt bald Rubbellose geben. Ich sag euch, ich werde da jedes Mal einen Rubbellos kaufen. So, was soll ich machen? Ist ja klar. Da können wir auch mal einen Stream machen aus dem Kiosk. Es sind ein paar neue Leute dazu gekommen. Ich wollte nur sagen, jetzt wird es aber kurz laut. Der Traktor fährt durch Hamburg, keine Ahnung warum, wo das Feld ist, aber er muss hier durchfahren. Ist ja klar. Ich wollte euch nur sagen, einmal die Woche wird es einen Outdoor-Stream geben. Habe ich mir heute überlegt, das finde ich gut, tut mir gut, tut euch gut, ihr habt Bock drauf. Einmal die Woche werde ich zocken und einmal die Woche gibt es Drum-Streams. Ja? Feld in Hamburg, ja, Spargel. Spargelsaison. Bald ist es soweit. Im Mai ist wieder Spargelsaison. Ach du schöne Spargelzeit, sagt das Maggi-Kochstudio. Da freuen sich doch alle drauf. Da musst du jetzt schon die Traktoren holen. So, und was haltet ihr von diesen Transportern? Von diesen guckt mal. Was haltet ihr davon? Hermes, UPS, alle machen es jetzt. Diese E-Transporter. Was habt ihr da für eine Meinung zu? Ich möchte es wissen. Ernst gemeinte Frage. Ist das die Zukunft? Emissionsfreies Ausladen? Ist das geil? Ich weiß es nicht. Noch nie gesehen? Doch, gibt es in Hamburg ganz oft. Schwachsinn. Ha, was? Kennt ihr wirklich nicht? Die fahren hier überall durch die Gegend. Gibt es, wie gesagt, nicht nur von UPS, sondern auch von Hermes. Und ich glaube, es ist gar nicht so einfach, damit zu fahren. Weil ich glaube, dass die super unhandlich sind. Also ich glaube, die sind unmobil. Wenn die keine Fußgängerzone springen, why not? Ich weiß, doch, machen sie. Besser so, praktisch. Ich weiß nicht, ob es Scam ist. Ich weiß nicht, ob die dann trotzdem schlechte Bedingungen haben, die Leute, die das ausliefern. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe eine gespaltene Meinung zu Paketen. Ich fände es, glaube ich, auch nicht verkehrt, wenn Pakete nicht ausgeliefert werden würden. Aber ich habe dann Sorge, dass dann viele Arbeitsplätze verloren gehen. Deswegen bin ich da vorsichtig. Für mich persönlich muss ich sagen, ich kann auch ein Paket abholen. Irgendwo, es wäre kein Problem. Hier wird schon gehupt. Weniger fette Fahrzeuge in der Stadt. Ja, Fahrzeuge sind eben Mumpitz. Ich stehe ein bisschen nah an der Straßenmilch gerade. Ist ein harter Job. Ihr solltet doch alle sehr nett sein zu Paketboten. Ey, wirklich. Das ist ein super nerviger Job. Besonders wenn dann, sagen wir mal so, Mehrfamilienhäuser beliefert werden müssen. Und da klingeln sie dann unten. Und dann steht natürlich unten nicht, in welchen Stock sie müssen. Generell nett sein zu Leuten. Ist auch mein Tipp an euch. Sollt ihr alle sein. Emissionen gering halten ist richtig und wichtig. Absolut. Ist eine Meinung aus dem Chat. Glaubt aber kaum, dass sie wirtschaftlicher sind. Aber das weiß ich auch nicht. Wirtschaft, Schmirtschaft. Kann ich auch nicht sagen. Wir sind mittlerweile an der Binnenalster angekommen. Ist auch sehr, sehr schön hier. Zeige ich euch mal ganz kurz. Dann muss ich mir mal kurz überlegen, wo ein Geldautomaten sein könnte. Weil sonst bringt das ja auch nichts. So, ich drehe die Kamera, damit ihr auch seht, wo wir jetzt an der Binde. Jo, das ist die Binnenalster. Oh, schöne Möwe, schön reingeflogen. Eindeutig Wasser. Da vorne ist das Haus, das ist ein sehr teures Kaufhaus in Hamburg. So super Rich Kid Style. Die machen dann auch so persönliche Shopping-Termine für die High Society.
Und daneben müsste, hier, da seht ihr schon das Apple-Logo. Das ist Apple House. Und da gibt's Pommes davor. Und hier, warte mal, könnt ihr es sehen, der mit dem goldenen Balkon, der Eingang ist da vorne, das ist das Hotel für Jahreszeiten. Ein sehr gutes Hotel für Bundespräsidenten und generell wichtige Menschen. So, also nichts für uns, Chat. Nichts für uns. Wir sind hier Boden auf dem Boden geblieben. Wir sind ehrlich, ja? Boah, weißt du Bescheid? Öfters am Einkaufen. Ich habe eine Doku gesehen, tatsächlich. Eine NDR-Doku. Kann ich euch auch nur empfehlen, die NDR-Dokumentation. Und da haben sie eine Doku gemacht über das Alte Alsterhaus. Und da haben sie jemanden begleitet, nämlich einen Verkäufer, der für eine Kundin, die dort privat Shopping-Sessions hat, die kriegt dann Essen, Drinks und so ein paar Auswahlmöglichkeiten. Und dann kümmert der Dude sich 2 Stunden nur um diese eine Kundin. Die wird dann richtig schön bezirzt und ja, die kriegt richtig Honig auf den Bauch und dann nimmt sie hoffentlich Kleidung mit. Das ist so der Style vom Alsterhaus. Ganz geil, oder? Also es ist kein Einkaufen, dass die da rumgeht, ne? Nicht falsch verstehen. Die hat Outfit zusammengestellt bekommen von dem Verkäufer und sitzt einfach nur in einem Raum, hockt da rum und kann sich das aussuchen, kann das anprobieren und sagen, ja, das finde ich geil. Und dann sagt er, ja, brauchst du aber noch irgendwie ein bisschen Kaviar? Und so, ja, klar, mach mal fertig. Und dann, so läuft das. Champagner kann sein, weiß ich nicht. Ich schätze schon. Ich lasse mir auch Honig an den Bauch pinseln. Aber am Ende habe ich nichts gefunden. Ja, Leute, das ist ein anderer Style. Oh, spannend. Der Weihnachtsbaum von der Alster wurde gerade rangeholt. Guck mal. Der Weihnachtsbaum von der Alster. Da ist er. Ich muss auch kurz stehen bleiben, damit ihr das seht. Der wurde rangeholt. Der wird gerade abgebaut. Und wie ich schon immer, ein weiser Spruch, den ich immer gerne bringe. Und damit zitiere ich Paris Hilton. Stop being poor. Ach, das ist so schön. Hier ist das Hotel für Jahreszeiten. Mit richtigen Pagen. Gibt es auch eine wunderbare Dokumentation auf dem NDR-Doku-Kanal. So nämlich. Muss zur Arbeit. War echt nett heute. Hab noch einen schönen Tag, viel Spaß. Scully Jake, ey, habt du einen super Arbeitstag? Lass dich nicht stressen. Denk dran, es ist immer nur Arbeit. Und es geht nicht um eine Herztransplantation. Es sei denn, du bist Chirurg. Dann nehme ich alles zurück. Hab einen schönen Tag, ja? Die Schwäne waren schon draußen. Die sind wieder im Quartier. Die sind wieder in ihrem Zelt, habe ich gelesen. Weil irgendwie eine Vogelgrippe umhergeht. Und deswegen haben sie die Schwäne wieder zurückgeholt. Das ist zumindest mein letzter Stand. Ich weiß nicht genau, ob das valide ist. Aber das habe ich irgendwie so gehört. Ich glaube, es ist tatsächlich so. Ehrlich gesagt. So, jetzt gucken wir mal hier. So, hier wird nämlich jetzt gerade der Baum. Da wird sich angenähert. Der Baum ist noch sehr giftig. Der ist sehr gefährlich. Der wird sich nur ganz vorsichtig rangepirscht, weil man natürlich Angst hat, dass der Baum zurückschlägt. Ganz langsam. Ich weiß nicht genau, warum die so hoch müssen, ehrlich gesagt. Aber sie müssen halt hoch. Guck mal da, das Auto fliegt. Hamburg 0971. Muss jetzt ganz vorsichtig ran an den Baum. Film die Spitze, die ist da oben. Ja. Der Baum sieht noch super aus. Die ganze Zeit auf dem Wasser. Natürlich sieht er so. Wasser bekommen. Das Weihnachtsbäume ist, dass sie kein Wasser kriegen. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Das ist ganz ehrlich. Wie spät ist es? Ich brauche noch einen Zwischenstand. Uhrzeit, Zwischenstand, Leute. Ich habe noch echt viel Drinks dabei. Ich muss was trinken und ich brauche noch einen Geldautomaten. Aber das finden wir jetzt alles. Ich bin davon überzeugt, wir finden jetzt hier alles. Alles in der City. 13:25 Uhr. Okay. Eine gute Tat muss sein. Im Stream. Das ist, wenn man so möchte, ist das mein Vorsatz. Für dieses Jahr. Eine gute Tat im Stream. Und da gibt es jetzt keine Ausreden, nur weil ich meine Vorbereitung vergessen habe. Okay? Dass ihr Bescheid wisst.
13:25. Dankeschön. 13:25. Hier ist viel, viel. Mal. Was ist los? Was für eine gute Tat soll es werden? Ich wollte ein bisschen Geld abheben und mir dann irgendwie ein Käsebrötchen holen. Und das Wechselgeld möchte ich irgendwie spenden an jemanden, der es hier gerade braucht. Das war so mein Plan. Ist ein bisschen gekünstelt, aber ich weiß, dass es hier viele Leute gibt, die was brauchen können. Und warum nicht? Warum nicht heute an diesem Montag das mal so machen? Alle tragen die mit. Zuerst ist der neue Style. Das wäre zum ersten Mal, wo man sagen könnte, ja, guck mal, influenzt die Leute. Nee, ich finde Essen abgeben, finde ich nicht. Also, einen eingepackten Schokoriegel abgeben, finde ich cool. Eine Backware abzugeben, finde ich ein bisschen schwierig. Gib mir nur lieber was zu essen. Nee, finde ich schwierig. Ist meine Einstellung. Sorry. Finde ich schwierig. Würde ich nicht annehmen. Unhygienisch. Ja, finde ich, musst du aufpassen. Also, wie gesagt, was eingepackt ist, ist cool. Aber alles andere finde ich ein bisschen dumm. So, ich habe schon mal eine Sparkasse gefunden. Nee, Hatschi, das kann ich, das kann. Ey, das muss ich auch noch mal kurz sagen. Hier, Hatschi hat geschrieben, wenn ich jemandem Geld gebe, jemand, der auf der Straße lebt oder bedürftig ist oder zumindest nach Geld fragt, ja, dann kannst du nicht. Du kannst den Leuten nicht auf der einen Seite was geben und dann aber sagen, ne, gib das nur für das aus, was ich finde, was gut ist. Du kannst es hoffen, aber du kannst das nicht. Also dir muss klar sein, wenn du was gibst, dann hast du was gegeben. Dann hast du keinen Anspruch darauf, was die Leute damit machen. Und das ist einfach so. Versteht ihr? Also ich finde das richtig bescheuert, wenn du jemandem irgendwie was gibst, aber hol dir dafür nur das und das. Das kannst du nicht kontrollieren und ich finde den Spruch blöd. Ich finde das eh schon demütigend genug für die Leute, dass sie dann so leben und das kriegt man irgendwie in der Großstadt auch so mit. Und das finde ich irgendwie Banane. Du kannst ja sagen, wenn du willst, kauf dir was zu essen. Das kann man machen. Aber da kann ich auch einfach kurz den. Aber. Wie soll ich sagen? Ich habe schon gerade keine Lust mehr, sage ich euch ehrlich. Jetzt habe ich gerade einen anderen Gedanken bekommen. Jetzt habe ich gerade keine Lust mehr, das im Stream zu machen. Weil ich irgendwie jetzt die Sorge habe, dass es A. Irgendwie kritisiert wird, weil es Leute falsch in den Hals bekommen, dass Leute denken, okay, jetzt will er sich irgendwie so darstellen. Da habe ich schon wieder keinen Bock drauf. Ich gehe erstmal zur Sparkasse und dann überlege ich mir was. Ja? So, wir gehen erstmal in die Bank. Ich filme gerade den Himmel, weil ich in die Bank gehe. Ich glaube, da zu filmen ist nicht so geil. Ich mache einfach so, wie ich Bock habe. Punkt. Ist mir scheißegal.
der Sparkassen-Deckenstream war mein Highlight. Ist echt so. Der Sparkassen-Deckenstream war das Beste, was ich jemals gesehen habe bei Twitch. So, jetzt kaufe ich mir schön Tofu. Jetzt kaufe ich mir schön, hier ist ein Biomarkt. Da kaufe ich mir jetzt schön Tofu, Leute. Sagt, was ihr wollt, ist mir egal. Ich kaufe mir jetzt ein Päckchen Tofu. So. Und was da überbleibt, wird gespendet. So, wo ist der Biomarkt? Ist der hier drinne? Ich weiß nicht genau, wo der Biomarkt ist. Da drinne? Ist der da in diesem... Ist der da in diesem Ekelhaus? Da wollte ich eigentlich nicht reingehen. Nee, ich wollte Tofu mit Erdnüssen haben. Zeig mal. Ich gehe ja schon rein. Wir gucken mal. Leute, die Mütze aufhaben, finde ich gut. Ja, Ekel, es ist wirklich... Das ist ein Ekelhaus. Hier geht man doch nicht freiwillig rein. Ganz schlimm. Ist hier der Biomarkt drin? Danke. Ist hier der Biomarkt drin? Finde ich ganz schlimm. Ich finde das hier richtig schlimm drin. Richtig schlimm. Also hier fühle ich mich richtig unwohl. Der Biomarkt ist unten im Keller. Da habe ich doch safe kein Netz. Wir probieren es mal. Wenn ich kein Netz habe, gehe ich zurück, ja? Ich glaube nicht, dass da Netz ist. Haben wir noch Netz? Haben wir noch Netz, Leute? Ja, ne? Geht noch, okay. Ja, ab zum Tofu. Ab zum Tofu. Gehen wir hin. So, wo ist... Sorry. Tempeh? Tempeh. Tofu indischer Art. Tofu geräuchert mit Röstzwiebeln, Basilikum, Paprika. Mit Röstzwiebeln schon drin. Räuchertofu, Mandel, Sesam. So, Seitan soll es sein. Mandel, Sesam, schaut mal. Tofu mit Röstzwiebeln. Klingt geil, finde ich auch. Tofu mit Röstzwiebeln, vielleicht nehme ich den. Was kostet der? 1,99. Tofu mit Röstzwiebeln. Haben die keinen mit Erdnüssen? Indische Art, Seitan mariniert, Tempeh, nehme ich mit Röstzwiebeln. Nehme ich dir mit Röstzwiebeln, ja? Den würde ich braten. Den würde ich braten, guck mal, und dann in Salat. Ist doch geil. Mal ein bisschen fresh bleiben. Muss aber erst noch zahlen. Sekunde. Also, sonst ist aber echt gut, das weiß ich nicht. Aber ich muss jetzt einmal zahlen, Sekunde. Wo ist denn hier die Kasse? Wo gibt's denn hier die Kasse? Ich bin an der Kasse vorbeigegangen. Ach, die ist da vorne. Da ist die Kasse. Das ist wieder zurück. Ich bin in den Eingang reingegangen. In den Ausgang reingegangen, meine ich. Macht das Braten nicht fett? Ja, klar. Ich habe nicht gesagt, dass ich abnehmen will. Hallo. Dankeschön. Super. Schönen Tag. Danke, tschüss. So. Jetzt habe ich Kleingeld bekommen, Leute. Und zwar habe ich jetzt 3 Euro Kleingeld.
So, die werden wir jetzt schön geben. Sorry, aber das ist keine schöne Decke. Ja, die Decken sind alle nicht so geil, ne? Parkett. Parkettdecke. Ich kenn's ja so räudig drin. Ich muss direkt aus diesem Ekelhaus raus. Ich find's ja so eklig. Ich fühle mich hier so richtig... Ach, richtig Schnappatmung. Das mag ich einfach nicht. €3,01, exakt. €3,01 und ein Schein. Nö, schlechte Luft. Ich mag es einfach nicht. Schlechte Luft kann ich. Hier ist doch so eins. Wird doch gesagt. Die fahren hier durch Hamburg komplett durch. Die Elektro-Transportdienste. Hermes und OPS. Bis 14 Uhr kann ich machen. Dann muss ich echt arbeiten für Rocket Beans. Dann muss ich echte Arbeit anfangen. Sonst schaffe ich das heute nicht. Wie lange habe ich noch? Da passen auch nicht viele Pakete rein, das weiß ich gar nicht. Ich glaube schon, dass da ein paar reinpassen, ehrlich gesagt. 13,37? Wirklich? On point? Das ist ja witzig. Hater würden sagen, ich habe noch nie gearbeitet. Das stimmt aber nicht. Ich mache wirklich viel und gerne Sachen. Wirklich viel und gerne. Fahren die halt öfter zum Lager zum Aufbauen, das kann sein. So, die Frage ist nur, gehe ich jetzt Richtung Rathaus oder Richtung Kontorviertel oder Richtung Hauptbahnhof? Ich glaube, ich gehe Richtung Bahnhof, da werde ich meine 3 Euro schon loswerden. Bin ich von überzeugt. Es steht jetzt, ich mache viel und gerne nichts. Das ist doch Quatsch, Chat, mal ehrlich. Ich habe irgendwo noch meinen Drink, meinen schönen Holy Energy Drink, den werde ich noch schön trinken. Was steht hier? Wir alle, das ist weil für Future? Guck mal hier, wir alle für 1,5 Grad. Der hat einfach die Mönckebergstraße bemalt. Das ist ja, ich weiß schon ewig nicht mehr. Das ist schon ewig nicht mehr gewesen. Mir geht's super. Dankeschön, mir geht's richtig gut. Ich habe was zu trinken dabei. Hier, guck mal. Also, nicht filmen. Kein Ding. Nur sagen, da vorne. Wartet jemand auf die 3 Euro. Ich gebe jetzt 3 Euro ab, ja? Dass ihr Bescheid wisst. Das ist meine gute Tat für heute. Das mache ich jetzt. Okay? 3,01 Euro sogar. Mit Glückscent. So, mach das. Hier sind sie. Schönen Tag dir. Gerne. So. Da sind wir losgeworden. Hat sich gefreut. Top, Chat. F, Mission gute Tat für heute erfüllt. Genau. Ja? Good guy. Er sah auch so aus, als hätte er sich wirklich gefreut und könnte das auch gebrauchen. Sag ich euch ganz ehrlich. So. Hier sind wieder Möwen. Alter! Jesus, was ist mit den Möwen los? Alter, die wollen aber richtig Stress. Die wollen aber richtig, aber ich habe doch Tag getan. Ich dachte, ich tue was Gutes. Aber nee, die Möwen sehen das anders. Die sagen sich, nee, das war keine gute Tat. Du hättest uns Futter kaufen sollen. Die wollen Tofu. Die wollen schön Möwentofu. Das weiß nicht. Komm, wenn wir jetzt jede Woche eine gute Tat beim Autostream machen, dann haben wir zumindest ein kleines bisschen was verbessert vielleicht. Hoffentlich. So, das ist meine Einstellung. Good guy Anubis, vielen Dank für deine Unterstützung. Sehr, sehr nice. Karma-Konto aufgefüllt, ich glaube safe an Karma. Also zu 1000%. Also bin ich mir sehr sicher. Manchmal kann man nicht wirklich was dafür, aber insgesamt glaube ich daran. So.
Heinz Harz hat auch 5 Abos gespendet oder was? Alter, vielen, vielen Dank. Sehr lieb, vielen, vielen Dank. Anscheinend kriege ich das mit den... Ja, ich muss doch das genau durchlesen, was wie mir Ronny das gemacht hat. Der hat doch so ein... Der hat das noch ein bisschen schlauer gemacht, dass man auch genau mitbekommt, was passiert im Chat. Das werde ich noch machen. Ich finde die Innenstadt oberscheiße. Ich finde... Wirklich, jetzt mal ganz ehrlich, wie unglücklich kann man werden? Hier ist es doch einfach nur schreppig. Ich finde es wirklich gar nicht. Ich find Hamburgs Innenstadt nicht gut. Sag ich ganz ehrlich. Mann, ey, wenn ich da schon wieder jemanden sehe, dann will ich nochmal 3 Euro holen. Der hat ein zweites Handy für den Chat. Ja, hat er mir auch gezeigt. Aber du kannst ja nicht. Wie soll ich denn mit 2 Handys rumlaufen? Typisches Innenstadtproblem, kein Grün. Ich find's einfach nur scheiße. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich find's hier nicht geil. Ich find's hier einfach nur, ich find jede Ecke hier einfach nur Lebensenergie raubend. Wirklich. Klar, hier gibt's dann irgendwelche coolen Kunstwerke. Ja. Aber ich weiß nicht, ey. Das fühle ich alles nicht. Gefällt mir nicht. Muss ich auch raus. Muss ich auch ab in Saturn. Da muss ich auch erst ans Grüne, ab in Saturn. Schöner Brunnen. Geht noch, hier ist so viel schlimmer. Wo bist du denn? Ich weiß nicht. Aber das hier ist eine richtige Institution in Hamburg. Der Mögrill ist eine richtige Institution in Hamburg. Hier hängen viele Leute ab, die sich mal eine Currywurst gönnen oder so. Das feiern richtig viele Menschen. Leipzig. Großstadt ist generell Kraftraum. Nee, finde ich nicht. Also, wenn man sich daran gewöhnt hat. Ich finde die Innenstädte, ja, die sind sehr kräftezehrend. Also direkt so die Einkaufsmeilen, da lebt es ja auch. Da willst du ja auch nicht hin. Aber ansonsten gibt es schon ruhige, schöne Orte. Muss ich schon sagen. Also geht. Natürlich weiß ich, was du meinst. Ich bin ja im Herzen auch ein Dorfkind. Natürlich weiß ich ganz genau, was du meinst. Ja. Aber insgesamt geht's eigentlich ganz gut. Ehrlich gesagt. Viele Leute sind anstrengend. Ja, auf einem Haufen, ne? Irgendwie schon. Stimmt schon. Ja, hier ist es sehr laut. Hier ist wieder so ein... Guck mal. Relativ schnell. Alter Schwede. Die Future ist in Hamburg. Anscheinend in der Innenstadt der neue Way. This is the way. Nein, nein, die haben alle ein Bike. Das sind alles E-Bikes. Das war jetzt nicht besonders. Die haben alle ein E-Bike. Das war der Löwe, ne? Holy der Löwe. Schmeckt geil. Ich find's gut. Dann hab ich auch gleich schön Liter getrunken. Bin ein paar Schritte gegangen. Was will man mehr? Gute Tat getan, ihr wart dabei, ist doch super. Mehr geht kaum. Ja, wirklich, mehr geht eigentlich nicht. Außer irgendwie Rock am Ring noch. Jetzt Rock am Ring. Direkt jetzt Schnitt auf der Bühne Rock am Ring. Das wäre noch gut. Oder Baden. Baden in Acapulco. Hatschi ist raus oder was? Die Hamburger Innenstadt ist aber auch nicht wirklich die Hamburger Innenstadt ohne Typen mit Kreuz. Ja, der ist aber gerade nicht da gewesen. Tatsächlich weiß ich, was du meinst, Beverly Hills. Es gibt jemanden in Hamburg, der ist sehr bekennender Christ und so, also wirklich Hardcore. Und der schreit in einer Tour. Ich weiß nicht, ob es diesen Menschen noch gibt. Vor 10 Jahren gab es den. Keine Ahnung. Schon ewig nicht mehr gesehen. Aber der Dude war krass drauf. Der war richtig krass drauf. Der große Medientempel. Da, die Erleuchtung. Alles da. So, jetzt wird's schlimm, Leute. Jetzt mache ich die Taschen zu.
Dann habe ich selber selbst. Jetzt wird es schlimm, jetzt wird es richtig räudig. Jetzt gehen wir unter der Straße lang. In den Bahnhof. Jetzt wird's räudig. Es wird viel geklaut, ja, das stimmt. Kannst von ausgehen. Da warst du mal drin für eine Autogramm. Für wen? Für wen hast du da gestanden? Gehst du zu BTV? Nee, ich geh ins Homeoffice. Ich werde gleich den Stream beenden, weil ich in die Bahn steige. Und dann haben wir doch einen super Tag gehabt. Tobias Sammet, Ad Guy. Ah, okay. Hat sich denn gelohnt? War das cool, da zu warten. Pass auf, dass da nicht Leon steht. Niedere Decke, die ist richtig niedrig. Wenn ich Basketballprofi wäre, wäre ich ja folglich viel, viel größer. Und dann hätte ich da auch ein Problem. War richtig cool, super sympathisch. Auch das freut mich. Dann hat sich ja gelohnt. So, jetzt sind wir am... Hier ist immer ein bisschen wild. Hier ist echt richtig viel los. Wie bewertest du die Decke? Ja, schön krisselig. Eine Krisseldecke ist das. Das ist eine richtige Krisseldecke. Ist ja doch ganz friedlich. Ja, ist es auch. Ist es auch, aber nervt mich ja trotzdem. Nervt mich ja trotzdem, wie blöd. Als ob ich hier freiwillig lang gehen würde. Das mache ich nur, weil wir gerade streamen. Ich wäre doch sonst auf keinen Fall hier. Ich bin doch nicht dumm. Was willst du denn sonst hier, wenn du nicht Zug fährst? Aber es bedeutet auch ganz schön. Könnt ihr den Bahnhof direkt fühlen, oder? Ich finde schon. Chat ist schuld. Bahnhof-Rating? Also der Hamburger Bahnhof ist super. Der Bahnhof an sich ist super gut. Dem Hamburger Bahnhof würde ich eine glatte 10 geben. Ich glaube, einen besseren Bahnhof kriegst du nicht. Hier gibt es ein gutes kulinarisches Angebot. Ich mag, dass es kein Sackbahnhof ist. So wie in München, wo du dann wieder raus musst. Der Bahnhof ist super. Besser geht nicht. Optisch? Nee. Optisch finde ich es auch ganz gut. Ich finde es nicht schlecht. So, rüber. Berlin ist doch kein Bahnhof. Hauptbahnhof Berlin, das hat auch nichts mit dem Bahnhof zu tun. Jetzt mal ehrlich. Jetzt mal Real Talk. Das ist der mehrere Stockwerke, keiner rafft was. Wo auch ein schöner Bahnhof war, das war in Dresden. Die haben auch einen schönen Bahnhof, finde ich. Oder war es Leipzig? Warte mal. Entschuldigung, Leipzig. Nehme alles zurück. Sorry, Dresden. Leipzig hat einen schönen Bahnhof. Leipzig hat einen sehr schönen Bahnhof. Und der schlechteste Bahnhof, jetzt kommt die absolute Enttäuschung für den Ort. Das tut mir auch leid für die Leute, die da immer hin müssen. Aber meiner Meinung nach der depressivste Ort, der schlimmste Bahnhof, der unnützeste Punkt. Der Bahnhof, den zum Beispiel, aus meiner Erfahrung, ja, ich kenne nicht alle Bahnhöfe, aber wo ich so gewesen bin und was mir in Erinnerung geblieben ist, ist der räudigste Bahnhof, ganz klar, Kassel-Wilhelmshöhe. Kassel-Wilhelmshöhe ist ein räudiges Fleckchen Erde. Das ist wirklich, jetzt sag, ja, habe ich ja. Kassel-Wilhelmshöhe ist einfach räudig. Ist nicht schön da. Nicht umsonst auch genannt Palast der 1000 Winde. Da gebe ich dir recht. Ich komme aus Kassel. Ja, Kassel-Wilhelmshöhe, ey, wirklich. Der ist mega schlimm. Ich weiß noch nicht, was sich dort die Architekten gedacht haben im Vorfeld. Nee, so ein Koloss, das finden wir schon richtig gut. So ein Koloss finden wir richtig gut. Kassel-Wilhelmshöhe.
Keine Ahnung. Wirklich diese riesenlange Rampe. Was ist denn das bitte? Wie viel Beton hat man da reingekippt, um einfach eine arschlange Rampe zu bauen? Für nichts. Absolut für nichts. Ich raff's null. Wirklich. Ich raff's 0,0. So, haben wir schon 14 Uhr, Leute? Wie spät ist es? Müsste eigentlich, ne? Ne, 13:51. Na gut. Ja, super, dann wäre auch super in der Zeit. Seid ein Top-Chat. Kassel-Wilhelmshöhe, schlimm. Morgen sind wir im Studio, ja? Morgen gehen wir nicht raus. Rechnung kommt später. Welche Rechnung kommt später? Uelzen? Nürnberger Bahnhof auch nice. Auf jeden Fall. Top nice sogar. Alter, was geht? Azubi-Schnitt. Auch was für ein Stream. Azubi-Schnitt mit Styling. Damen 39 Euro, Herren 22. Ich hätte schon Bock auf einen Azubi-Schnitt. Oder? Azubi-Schnitt ist gut. Warte mal, ich habe eigentlich Kleingeld eben abgegeben, aber an Kollegen von dir sozusagen. Nee, du bist nicht live. Also ich bin live, aber du nicht. Aber ich gucke, ob ich noch irgendwas habe. Warte mal. Nee, Sekunde, warte mal. Ja, warte mal kurz bitte. Ich weiß, dass ich mir noch was hier eingesteckt habe. Warte. Ich muss einfach hier meinen Scheiß sortieren. Hier. Danke, Bruder. Gerne. Dir auch, Mann. Tschüssi. So, der hat jetzt einen Fünfer gekriegt. Der hat jetzt von den 10 Euro hat er den Fünfer gekriegt. Er hat so nett gefragt. Hat er den Fünfer gekriegt. Was sollst du? Ist doch scheißegal. Echt. Heute ist ein guter Montag. Komm, da muss man auch mal, was soll's. Klang seltsam, Kollege von dir. Hat sich aber gefreut. Komm. Ist doch gut. Oder? Jetzt freue ich mich. Jetzt habe ich wirklich gute Laune. So fängt die Woche wirklich gut an. Bisschen was zurückgegeben. Kleines bisschen nur. Ganz kleines Mini-Bisschen. Genau deswegen supporte ich dich gerne. Das ist lieb. Dankeschön. Azubi-Schnitt, das machen wir als nächstes. So, ich suche noch eine Bank. Jetzt haben wir kein Geld mehr, nee. Ich habe ja nur 10 Euro abgehoben. Wir haben Tofu gekauft und zwei Leute gespendet, quasi. Jetzt reicht's auch. So, jetzt muss ich ja irgendwo noch hinsetzen. Für eine schöne Abmoderation. Warum nur 10? Ja, ich brauche kein Bargeld. Was soll ich mit Bargeld? Zahlst überall mit Karte. Bargeld, das brauche ich nicht. Verliere ich nur. Oder wird geklaut oder was weiß ich. Kann nichts mit anfangen. So. Hier, da steht Liebe. Guck mal. Bargeld braucht man in der Bar. Ja. Bin ich ja nicht. Bin ich ja nie. So, Leute, ich setze mich da kurz hier hin. Das war mein Montagsstream. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass ihr alle da seid. Wir haben ja echt eine schöne Zuschauerschaft hier. Lasst uns doch einmal die Woche rausgehen, so im Stream. Dann da muss ich mir nicht so viel Gedanken machen, was ich in den Streams mache. Und mir macht einfach Spaß und ich komme auf die Schritte. So, jetzt erstmal reden. Erstmal kurz Frage an euch. Wie viele Schritte habe ich jetzt insgesamt? Wie viele Schritte habe ich insgesamt auf der Uhr? Schreibt das mal in den Chat bitte. Ihr dürft jetzt raten. Schreibt hier, raten jetzt. Also ich bin jetzt 3 Stunden live. Okay, ich guck mal auf die Uhr. Ich guck mal drauf. Sekunde.
Okay, viele Leute waren richtig. Viele Leute liegen richtig. Wir haben genau 17.500 Schritte. Das ist doch nicht schlecht. 17.500 Schritte haben wir. Haben oder nicht? 3 Stunden, 8.700. Nee, 17.500. Ist doch nicht... Warte, ich kann es euch nochmal beweisen. Ich beweise es euch. Warte, ich nehme die Uhr jetzt ab. Ich zeige es in die Kamera. Ihr seht's da unten. Die Füße, seht ihr das? 17.563. Spiegelverkehrt. Ja, ich weiß. Ich weiß doch. So. Und einen letzten Hinweis möchte ich noch geben, weil ich es geil finde. Ich freue mich immer, wenn ich hier Support kriege im Chat, im Stream. Danke an euch fürs Dabeisein. Danke an euch für die Unterstützung. Und es ist Eddie, der hupt. Ne, ich habe kein Fahrrad, der hupt jetzt nicht. Wenn ich auf dem Fahrrad gewesen hätte, der hupt. Ich möchte mal Danke sagen an Holy Energy, die ab heute meine Streams unterstützen mit keinem Bullshit, sondern mit Drinks, die ganz, ganz wenig künstliche Zusätze haben, nämlich kein Zucker, keine Farbstoffe, kein Taurin, kein Bullshit und super schmecken. Und da bedanke ich mich. Und wenn ihr es mal abchecken wollt, dann klickt ihr auf den Link, seht ihr ja. Und kann jemand von... Claire, bist du noch da? Claire kann doch raiden, oder? Claire müsste eigentlich raiden können. 3 Stunden, hast du eine Handyhalterung und da ist der Arm jetzt futsch. Nee, ich habe keine Handyhalterung, ich mache das so. Ich kann leider nicht raiden, da muss ich auch nochmal ran an dieses Thema. Ich muss jetzt echte Arbeit machen. Echte Arbeit. Rocket Beans, kennt ihr doch. Nee, ich bin nicht mächtig genug. Ich muss dich mächtig machen. Kann ich im Chat schreiben? Sekunde. Warte mal. Vielleicht geht das ja hier. Ja, ich kann im Chat schreiben. Sekunde. Wen raiden wir? Gute Arbeit. Ja, bitte. Wen raiden wir? Sagt mal kurz den Namen. Wer ist online? Ich kann nichts nachgucken. Chat. Wo geht's hin? Sagt schon. Mighty Claire. Mirko Maschinen. Shubua. Florentin. Okay, Florentin ist gerade online. Super. Schreibt mir mal einmal genau seinen Namen rein. Hier, seinen Twitch-Namen. Ich möchte genau wissen, wie man ihn schreibt. Weil ich das nicht genau weiß. Ich weiß es nicht zu 100%. Tini hat genug Zuschauer. Onkel Barlow. Nee, komm, wir raiden öfter. Florentin Will. Der ist nicht online. Ist Florentin Will online? Florentin Will, vielen Dank. Ich gehe davon aus, dass es online ist, ja? Nö, ist er nicht. Der ist gerade on. Also ist sein Kanal online oder nicht? Ja, ist er, okay. Also, dann raiden wir den jetzt. Raid. Florentin Will. Okay, der ist im Intro-Screen. Das ist natürlich lame. Nee, Intro-Screens raid ich nicht. Dann gehen wir woanders hin. Nächster Name. Gutes Arbeiten. Dankeschön, Violensis. Wen? Rahmschnitzel? Wer ist Rahmschnitzel? Pewie. Mirko Maschinen. Wer ist Mirko Maschinen? Findelfuchs. Ja, ich brauche ein paar Namen, die sich überschneiden. Onkel Barlow ist ja online, oder? Mirko Maschinen ist ein Hip-Hop-DJ. Ach, dann kenne ich den. Shoyoka ist auch online. Ja, wo wollt ihr hin? Onkel Barlow, komm. Geht jetzt zu Onkel Barlow. Mirko Maschinen. Jetzt wollen wir... Okay, es geht zu Mirko Maschinen. Jetzt ist mir auch egal. Komm, ab zu Mirko Maschinen. Ich raide einfach wenig. Wer mir jetzt... Hier, pass auf. Raid Mirko. Mirko unterstrich. Machine. Moin zu, dankeschön. So, hat es geklappt? Okay, ciao. Ist der Raid am Laufen? Läuft der Raid? Hip-Hop, jetzt komm, sei mal nice.
War ein sehr cooler Stream. Vielen Dank, Kuri. Sehr gerne. Gerne mehr davon. Ich mach. Hat nicht geklappt? Oh, dann macht Zoon. Dankeschön. Zoon, das, dann bist du genau zur rechten Zeit. Also Raid Mirko Machine. Vielen Dank. Raid läuft. Jetzt läuft er. Alles klar. Gut, dann drücke ich hier, wenn ihr weg seid, auf Ende. Geht los hier, Schloss und Atem. Vielen Dank. Ja, Zoon, drück drauf. Drück drauf. Komm, ich mach aus. Drück drauf jetzt.